Gary Oldman. Ja, der ist so heikel zum Googlen. Schon? Der hat doch jetzt aufgehört, oder? Gay Oldman! Gay Oldman. Ja, hast du auch schon probiert, den Ball? Willkommen, wenn ich weiss. Ich kann auf ganz komische Seiten landen. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei der nächsten Runde Games und Rahmen. Das mal eine Spezialfolge. Es geht ums Harry Potter Quiz in einer neuen Runde. Der Bo ist heute leider nicht dabei. Ist mit Tessin unten in diesem Stich gelassen. Aber dafür haben wir heute mal den Phil, unseren Quizmaster, dabei. Ja. Ich glaube schon viel von mir gehört, aber noch nie von mir gehört. Genau. Dann Jackie. Angeblich Harry Potter-Fan. Heute kommt alles ans Licht. Und? Tamara. Harry Potter-Fan. Genau, sie ist wahrscheinlich, ich glaube, sie ist unser Favorit im Quiz. Genau. Schätze ich mal. Ja, dann möchte ich am Einstieg mal sagen, was qualifiziert uns als Harry Potter-Fans? Gott. Ich mache es schon anfangen, so zum, als Beispiel vor Dings. Es ist, wenn ich es sehe, 1998. Das erste Harry Potter Buch rausgekommen. Auf Deutsch. Englisch ist ein Jahr vorher rausgekommen. Ich kann mich noch erinnern, fast als wäre es gestern gewesen. Kommt so der Vater vom Arbeiten heim, so. Und sagt so, ah, schau da, ich habe da ein Buch gekauft. Heute haben sie im Radio von dem erzählt. Das ist in England, ist das ein mega grosser Hit gewesen und so. Es muss mega gut sein. Und dann hat er mir so die Hand drückt gehabt und so angeguckt, so. Harry Potter. Sie hat so einen Typ getroffen. Ich spreche so. Ja, ja, genau. Ich meine, das ist jetzt, was ist das, 24,5 Jahre ist das her schon? Das ist seit 98, oder? 98. Ja, ja. Nein, nachher hat er, ich so, ja, nimm das mal das Buch entgegen. Ja, mal anfangen einlesen, so die ersten paar Seiten. Und dann hat es mich schon gepackt gegeben. Nachher so, am Abend so, essen, ja, kommen wir gerade, noch schnell lesen, noch schnell fertig lesen, das Kapitel, und ja, kommen wir gerade so. Und ja, da, glaube ich, ein paar Tage habe ich nichts anderes gemacht, als das Buch gelesen hatte, gemütlich, und seither jedes, es ist nicht einmal jährlich, sind dann die neuen Bücher rausgekommen, die langen Wartezeiten bis zum nächsten Band, und dann alle Bänder durchgelassen schlussendlich, natürlich die Filme noch nebenbei. Die sind auch nicht ganz jährlich rausgekommen, Takt her. Auch irgendwie über 10 Jahre verteilt, schlussendlich. Die habe ich auch alle gesehen. Da muss ich mal sagen, Filme ist so eine Buchverfilmung, die mich nicht enttäuscht hat. Definitiv. Was meint ihr dazu? Also, ich persönlich muss sagen, es hat viele Szenen gegeben in den Büchern, die ich gerne im Film auch gesehen habe. Das stimmt. Es fehlt zwar, das ist schon so. Und aber von der Qualität her, habe ich es echt gut gefunden, so von der Produktionsqualität her, Effekt und alles. So. Das ist genial gewesen. Also, das war so ein super Film gewesen damals. Voll. Also, da habe ich schon anders erlebt. Ich weiss nicht, ich habe auch schon schlechte Erfahrungen gemacht mit irgendwelchen Buchverfilmungen oder Serien oder so. Kommt auch etwas Sinn? Ja, also, ich zum Beispiel wie Kinder vom Bahnhof zu. Aha. Also, das Buch habe ich, glaube ich, 4-mal gelesen. Ich habe es so super gefunden. Und dann habe ich dann mal den Film geschaut. Also, und, ja, ich habe ihn wieder mal fertig geschaut, weil ich so schlecht war. Schon? Ja. Ist das der Drogenfilm? Ja. Den Film, den habe ich auch gesehen, den haben wir noch im Religionsunterricht gesehen. Also, oh mein Gott! So abschreckend! Das machen wir nie! Ich habe auch in der Schule müssen. Nein. Also, wir mussten das Buch in der Schule lesen, das ist einfach selber. Also, ich habe den Film nicht gerne gesehen. Ich so, oh nein, Drogen! Und dann mit der Spritze, ich so, oh nein, Spritze! Nein, also, muss ich sagen, da keine Ahnung. Würde ich nie mehr schauen, aber das Buch ist viel besser. Das Buch ist viel besser. Ich finde halt super. Ah, okay. Also, ich mag mich erinnern, Eragon, sagt euch das etwas? Ja. Hast du gelesen? Oder? Ich habe es angefangen, aber weil ich den Faden irgendwie bloß verloren habe, ich musste abbrechen. Ah, okay. Ja. Also, damals rausgekommen ist, habe ich es noch gut gefunden. Heute finde ich es so, ja, damals bist du noch jung gewesen, da hast du noch nicht so viel gekannt. Aber dort ist auch die Verfilmung gekommen. Und ich glaube, es war ein deutscher Autor gewesen, bin ich nicht sicher. Auf jeden Fall, weiss ich noch, in der Verfilmung
Wenn irgendwie einfach der Drache, die können irgendwie reden oder Gedanken übertragen, ich weiss nicht mehr genau. Doch, Gedanken. Gell? Mhm. Und der eine Drache ist irgendwie von der Nina gesprochen worden. Und ich so, nein, ich bin voll nicht Nina-Fan. Ich so, nein, wieso? Wieso? Und dann sind wir gleich... Solange ich da voll singen plötzlich. Ja, genau. Für den Luftballon sozusagen. Und dann sind wir dann im Kino schauen. Und ich bin so enttäuscht gesehen nach dem Film. Ich so, das kann es nicht sein. Weißt du, hast du eine Fantasy-Produktion? Das wäre etwa so, wie wenn du Herr der Ringe vorstellen mit einem Fünftel vom Budget, was es gehabt hat. So okay. In der Qualität. Okay, ja. Und dann hast du so Szenen, wo im Buch irgendwie so eine Stadt von den Zwergen ist und Grund von einem erloschenen Vulkan. Der Vulkan muss riesengroß sein, weil du siehst, hoch oben siehst du den Rand vom Vulkan und so. Und im Film ist irgendwie so ein kleiner Krater und so Holzhütli und so, wo im Buch so alles aus Stein gehauen ist und Marmor ja. Und so. Einfach mega billig im ja. Film und so. Wenn wir sagen, nein, lass es lieber sein, wenn wir das Budget nicht haben für eine anständige Produktion. Gut, dann würde man es manchmal lieber sein, ja. Ja, wirklich. Lieber Bücher lassen, aber das, was wirklich gut ist, oder? Aha. Oder sagt euch das Rad der Zeit etwas? Hm. Robert Jordan. Kann ich empfehlen. Ist auch ein riesen Bücherserie. Also ich habe die ersten paar Bücher, irgendwie so 3-4 Bücher oder so. Gut, im Deutschen sind es noch viel mehr Bücher, die haben es noch aufgeteilt, ein kleinere. Aber ich habe alle Hörbücher und da bist wirklich, wenn du nonstop am Hören bist, bist du tagelang einfach nur am nonstop Hörbuch hören. Okay. Und es ist aber auch eine super Geschichte, als ich Game of Thrones geschaut habe. Da habe ich gefunden, also, oh, weißt du, wenn jetzt Game of Thrones fertig ist und HBO würde jetzt mit der gleichen Qualität nachher eine neue Fantasy-Produktion machen und dann die verfilmen, weißt du, wie geil könnte das werden? Ich hätte mich nur gefreut. Und dann ist Amazon gekommen. Der hat gefunden, wir machen eine Serie dazu. Und ich so, oh, Amazon, die haben ja ein riesen Budget, oder? Das ganze über Amazon Empire. Und das ist, glaube ich, letztes Jahr ist, glaube ich, die Serie gelaufen. Auf Amazon Prime. Und wie hat die geheißen? Ich glaube, es auch das Rad der Zeit, ja. Meinte ich. Aber ich bin auch wieder riesen enttäuscht gewesen. Selbst. Gut, Budget gut. Macht nicht gut. Nein, definitiv nicht. Und vor allem, wie heißt es? New World. Amazon. Was MMO. Ist das New World? Das MMO von ihm. Ah, das Game Mensch, ja. Stimmt, genau. Und bei der Serie auch sind einfach gefunden, wir wissen besser, was gut ist und haben es auf umschreiben. Und wirklich Hauptcharaktere komplett anders als im Buch sind und wieder so Szenen von wegen so, da braucht man noch ein paar Lesben, die miteinander in die Kiste steigen und dieses. Weißt du, im Buch ist es mega unschuldig eigentlich. Alle die Hauptcharaktere sind eigentlich eine ganze Bande von Hauptcharakteren, kann ich sagen, mehr oder weniger. Und sie sind alle so vielleicht so 15, 16, alle noch unerfahren und so. Und in der Serie schon in der ersten Folge steigen sie miteinander in die Kiste. Und, Völlig daneben. Ja, voll. So. Das ist wirklich krass. Jetzt halt das neues Game of Thrones gerade machen. Ja, die sie jetzt probiert, aber ja. Aber gut, es ist nicht immer ein bisschen so. Ich glaube, es ist immer schwer. Und man hört ja von Filmen, dass einfach du, ja, ein Film selten an Bücher reinkommt. Ja, das ist schon so. Das ist wirklich etwas, was glaube selten wirklich... Was ist jetzt bei Harry Potter? Ja. Das stimmt. Aber, also, die haben wirklich jeden Film mal gerne geschaut und schon gut gefunden. Aber wie du gesagt hast, ab und zu mal eine Szene, die gefällt hat und gefunden hast, schade ist jetzt das nicht drin. Aber ja. Das, halt was drinnen ist gut. Ja, genau. Ja. Und dann hat dann der Vater auch irgendwie ein Hörbuch gekauft von Harry Potter. Das war, glaube ich, der zweite Teil gewesen. Da habe ich das auch noch gelesen, aber das Buch habe ich dort auch schon gelesen. Und ja, jetzt habe ich alle Hörbücher auch nicht gelesen und habe ich sie letztens auf Englisch alle gelesen und ich wollte probieren, gut, das ist ein paar Jahre her, schauen, wie gut ist mein Englisch zu verstehen. Und ich sage, es ist gut, jetzt kannst du... Es ist nochmal anders, oder? Ja, es ist wirklich... Es ist nochmal anders, definitiv. Ja. Und ich habe dann später noch einmal auf Englisch alles durchgelesen. Mhm. Ich muss sagen, ich habe es lieber gelesen auf Englisch als auf Deutsch schlussendlich. Das kenne ich von ihm, ja. Ja, der Mann ist wirklich... Und, einfach nicht der gleiche Witz dahinter, also Witz drin ist, oder irgendwie... Wortwitz, wo du halt nicht kannst übersetzen, je nachdem. Ja, das sagst du mir viel, dass du es irgendwie nicht so kannst überbringen oder anders. Mhm. Und das ist natürlich auch noch ein anderer Sprecher, oder? Ja. Aber wobei der Deutsche, das ist auch gut gesehen. Also, ja, das ist cool, ja. Gell? Mhm. Ja. So, ja, das würde ich sagen,
Das sind so meine Harry Potter-Kenntnisse, wo ich das Zeug heran. Und willst du auch etwas dazu sagen, Quizmaster? Uff, ich bin froh, bin ich der Quizmaster. Ich habe alle Filme sicher auch 2-3 Mal gesehen oder so, aber es ist halt, was rausgekommen ist, voll an mir vorbeizahlen. Mhm. Ich war ein Alter, wo das mich gar nicht interessiert hat. Und jetzt halt, als ich älter geworden bin, ja, wenn du Filme schaust, aber Bücher habe ich kein einziges gelesen. Hörbücher kein einziges gelesen. Aber die Filme habe ich alle gesehen. Ja. Plus Hogwarts Legacy natürlich vorgestellt. Genau, das ist der Grund, wieso wir die Folge machen. Dann Aufwärmefolge für nächste Woche, wenn das Game rauskommt. Dann. Sind wir gespannt? Ja, ja, mhm. Sind wir gespannt. Können wir 3 Tage in der Starten? Ihr seht. Aber mit diesen 10 Stutz hast du jetzt auch. Hast du nur 10 Stutz? Nur 10 Stutz. Ach, hast du noch nicht gekauft? Okay. Okay, ich überlege es. Ja, ja, ja. Ich glaube, es sind nur 10 Stutz. Da hast du. Du hast es auch schon. 72 Stutz. Warte, ich habe noch. Okay. Noch. Neben dem auf der alten Generation kommt es erst. Aha. Erst in ein paar Wochen, Monate sogar, eventuell. Also ganz am Schluss kommt es auf den Switch. Ah, im Switch irgendwie im Juni oder so. Ja. Glaubst, und ich glaube, eben auch die alten Konsolengenerationen kommen die auch erst in ein paar Wochen auf jeden Fall. Ich glaube, April ist doch auch noch irgendwie etwas. Aha. Kindgerecht oder so. Möglich, das wir werden ich sehen. Mhm. Ja. Also, der Current Gen ist jetzt am Dienstag oder Mittwoch für die Deluxe Edition. Deluxe Edition, ja. Und die anderen am Freitag. Ja, genau. Ja. Also, investiere die 10 Franken. Sonst sind wir schon interessiert. Ja, stimmt. Oh, ja, stimmt. Genau. Dann bei dir, Jackie? Ja, bei mir jetzt eigentlich auch. Einfach mit den Büchern. Ich habe in dieser Zeit habe ich viel müssen lesen. Ich wegen meiner Sprache. Ich habe ja die leichte Legasthenie habe ich auch gehabt. Unter das habe ich viel müssen lesen. Und zuerst habe ich von meiner Mutter meine Bücher genommen. Und da habe ich einmal alle Harry Potter Bücher gelesen. Aber nur einmal. Und das ist Jahre her. Also, ja, könnte ich wirklich fast nichts mehr sagen aus den Büchern. Aber das ist wirklich, mein Gott, 15 Jahre. Kann das sein? 10 Jahre? Länger? Nein, länger. Ja, und da sind die Filme gekommen. Und Filme habe ich eigentlich schon oft gesehen. Seine Mami will ich nicht mehr so viel. Ich hoffe, dass ich noch etwas weiss und so, aber ja, einfach die Filme finde ich halt mega cool und die ganze Geschichte und ich so in die Welt, die tauchen einfach da. Also ich mich flasht einfach mega die Filme und ich schaue die einfach wahnsinnig gern. Und es ist auch, meine Mann kann das mitreden, ich schaue nie einen Film 2-mal, das schiesst mich grusig an, das wirklich, das mache ich nicht. Und Harry Potter. Und Harry Potter kann ich einfach, weil du, es gibt Szenen, wo ich eher verstanden habe, nach 3-4 Mal schauen, habe ich erst gedacht, das ist jetzt das, oder das gehört zu dem, und das finde ich, und darum kannst du die Filme einfach 10-mal schauen, und sie sind einfach immer wieder cool und spannend. Also für mich jetzt, ja. Ja, und darum, ja, bin ich schon so ein kleiner Harry Potter-Fan, ja. Genau. Sehr schön. Wie dir? So, bei mir hat es auch angefangen, so in der Oberstufe. Und das, so, jetzt wollte ich das Harry Potter auch mal lesen. Teil 1 wollte lesen, habe es dann aber abgebrochen, weil es mir das Buch zu dick war damals noch. Und dachte, etwa im 7. oder so, ich glaube, der letzte Teil rausgekommen. Aber ich glaube, auch recht spät. Und dann sieht so, das Buch wollte ich. Habe ich recht schnell durchgelesen. Und plötzlich hat es jetzt kommen die Filme noch ins Kino. Ich glaube, 10 und 11 gewesen. Und dort hat es mich wirklich richtig gepackt. Habe ich 7 gelesen und dann von 1 bis 6 noch durchgelesen. Und wirklich immer mehr grösserer Fan geworden. Eben Filme geschaut, Bücher immer wieder gelesen. Hörspiel habe ich gerade mal 1 gelesen, den ersten Teil. Und wirklich so in die Welt langsam reinkommen mit Sammeln, also Figuren sammeln, Zauberstäbe, Convention gehen. Also wirklich du kleidest dich auch so richtig so mit dem Mantel und so. Ja, auch original Kostüm daheim, so aus London. Wow. Wirklich original, nicht gerade günstig. Das glaube ich. Aber es lohnt sich, wenn wirklich Fan ist, dann lohnt sich so eine Anschaffung. Mhm. Bist du auch in so einem Fanclub? Gibt es doch auch so. Mit so Harry Potter, die haben doch auch so Clubs.
Ja, also ich bin im Facebook dabei, das ist in Potterhead Schweiz. Ah, genau, genau, den habe ich schon gehört, komm mal. Ja, ja, dort bin ich nicht gross dabei. Mhm. Ja, du einfach ein bisschen verfolgen und das Wichteln ist immer so der Weihnachtszeit, das finde ich recht cool organisiert, das Ganze. Recht kreative Geschenke, die oben machen, so. Und einfach WhatsApp habe ich so eine kleine Gruppe, wo ich ein paar Leute kennengelernt habe. Das ist wirklich ein schöner Austausch untereinander. Wenn du nicht so ein Freundeskreis ist, wo Harry Potter auch so cool findet wie ich, ist das noch ein schöner Austausch, ja. Stimmt, das ist, glaube ich, die letzte Fantasy. Dort habe ich gerade von den Potterheads gehört. Ja, die sind auch immer, ja. Aber genau. Stimmt, du hast auch noch nicht gesagt, du hast auch noch Lego-Sachen daheim, ja? Ja, also ich habe einfach den Hogwarts-Schloss gemacht. Und es ist super cool. Also ich kann es jedem empfehlen. Ja, ich würde es auch gerne. Und ja, ich würde gerne noch viel mehr bauen, aber ich habe einfach daheim leider keinen Platz zum Aufstellen. Aber ja, es ist wirklich genial. Das Bauen hat mega Spass gemacht. Und auch heute schaue ich es noch an. Ein halbes Jahr, ich habe es vor einem halben Jahr gebaut. Ich glaube, etwa, gell? Ja. Und ich schaue es immer noch an, es ist mega cool und drehe es um und schaue hinten die verschiedenen Räume an und zeige es stolz den Leuten, die zu mir reichen. Ja, das kann ich echt nur empfehlen. Es ist mega cool gemacht. Auch so Detail drin, die Räume, die du nachher baust und so. Wenn man ein bisschen daraus kommt, kann man auch genau sagen, was du da gebaut hast. Halt. Ja, genau. Finde ich schon mal recht cool, ja. Du hast noch mehr, hast du noch Winkelgasse oder so etwas? Oder, Ja, ich habe sehr viel. Ich weiss gar nicht, was alles noch geht, aber Schloss, das können wir. Ja, das Schloss, das habe ich auch daheim, dann die Special Edition von der Hedwig, die auf 20 Jahre Jubiläum oder so rausgekommen ist. Dann Winkelgasse und so die kleineren Sets, die es so gibt, mit dem Page and Divide zum Beispiel, oder das Haus von der Dursleys, der Hogwarts Express habe ich auch daheim. Also eine riesige Sammlung. Der ist, glaube ich, auch noch cool, oder? Das ist echt cool, ja. Also es gibt ja zwei Versionen. Aber so die kleine und jetzt auch wieder so eine Special Edition. Und du hast die grosse? Nein, ich habe die kleine. Die grosse Stunde. Aber fahren tut er nicht. Ah, doch? Ja. Ah, sehr gut. Von Hand ist nicht elektronisch oder so, aber das kannst du sicher machen. Das wäre schade, weil ich habe mal einen Lego-Zug gehabt, aber es war so ein Schnellzug gewesen. Aber der war elektronisch gewesen, ich habe geregelt, das kannst du... Nein, der ist nicht... Also man kann mit dem Fahren alles, aber ich weiß nicht, ob das der neue... eine Elektronik hat oder so, der Grosszug jetzt, das gibt. Ich glaub's nicht, ne. Der ist einfach gross. Ja. Aber schade, das wäre nicht cool. Und dann kannst du noch das Schienen bauen, das Zimmer durch und rumfahren. Ja, du kannst den Weg bauen vom Bahnhof zum Schloss. Ja, oh, ja, mit genau. Diesen Brücken und so. Ja, ja. Ich weiss nicht, ob es der original Scale hat. Ob das würde gehen. Weißt du, wenn du einfach den Unterboden, also den Unterbau würdest switchen, ich weiss nicht, ob das würde. Ja, stimmt. Ich glaube, das Geld stimmt aber nicht. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe einfach das Größere dann gesehen. Aha. Und was dort glaub, mega nice ist, dass du einfach die verschiedenen Szenen von im Zug innen nachgebaut hast. Das glaub, ist auch, mega cool. Aus verschiedenen Filmen, aus verschiedenen Jahren. Ah. Aber einfach so das Zugabteil, so irgendwie, ich weiß nicht. Von Dementoren kommen. Und das erste Treffen, glaube ich, von Harry und Ron. Ja, das habe ich auch. Ja, genau. Oder was auch cool ist, dass Süßigkeitenwagen. Wo ja so immer eigentlich jedes Mal vorkommt in den Filmen, der wird auch noch wirklich ein bisschen, so wie ich es gesehen habe, in Szene gesetzt. Ich glaube es nicht. Also schon und, cool. Ja. Cool. Aber ja, ich glaube, aus dem Grund ist es nicht original scale mit, also du kannst nicht auf ein elektronisches Ding bauen. Aber ich glaube es auch nicht, ne. Aber jetzt da. Ja, wenn wir mal loslegen. Ja. Jetzt ist noch die Frage, wie wollen wir es genau machen am besten? Mit einfach reinrufen. Gut, das ist vielleicht nicht das Optimal. Wenn du Ja. mit Handheben Zeichen machen. Oder ja, voll. Und der Quizmaster wählt dann aus, wer es ist. Dann geht es um meine Reaktion. Das heisst, ich muss lesen und schauen gleichzeitig. Sie ist Hermine, sie ist immer das Handheben. Oh ja! Genau. Jemand anders! Genau, so viel, wenn es zweiseitig wird, nimmst du mal ein Oder wir können ja auch so wie ein Quiz schon machen. Aha. So wie auch noch in den Quiz. Nicht, wer ist der Schnellste, sondern das wie auch ein bisschen miteinander. Also, Lukas, das Ding ist erschaffen. Genau. Die Antwort. Weißt nicht unbedingt. Sondern vielleicht auch wieder schnell darüber geredet oder so. Ja, genau. Ich denke, so da können wir es ein bisschen ruhiger angehen. Ja, vor allem, ich denke, es gibt sicher Fragen, die nicht so easy sind, ja.
Das aber dann kannst du dich noch überlegen miteinander, zusammen die Antwort suchen. Genau. Ja, ey, das ist eine gute Idee. Ja. Machen wir es so. Ja, ich dachte, das muss ja nicht in Competition sein. Nein, das sowieso nicht. Wir hätten auch keine Punkte gemacht oder so. Nein. Das spielt sich keine Rolle. Ja. Strichlein ist dann. Ich kann jedes Mal sehen. Nein. Soll ich dir, wie es der Zeit, also das Thema der Karte zuerst vorlesen? Ja, machen. Ich denke, dass alle so auf dem gleichen Ding sind. Und dann können wir also den Titel zuerst ein bisschen besprechen, ob das vielleicht mir zum Beispiel gerade gar nichts sagt. Ja, bevor wir nachher in die Frage reingehen. Mhm. Mal eine Proberunde. Genau. Also gut, zum Beispiel jetzt so eben das erste Thema, drei Besen. Weiss ich, glaub's was. Kein Plan. Was ist drei Besen? Ist das ein... Das Restaurant, also das Pep oder so. Ist es das, wo sie nachher in die Winkelgasse siechen? Nein, das ist der tropfende Käse. Ah, stimmt. Der Leaky Cauldron. Ja, das weiß ich. Ist drei Besen das gesehen? Das ist das in Hogsmeade, ja. Ah, ist es das gesehen? Das ist das, ja. Okay. Ja. Dann wäre es das. Also, erste Frage dem Fall zum drei Besen. Wen sieht Ron seine Schwester im drei Besen küssen? Dean Thomas. Tatsächlich. Wer um alles ist Dean Thomas? Ja, ich habe Gesicht. Ja, das Gesicht. Ich habe auch den Namen. Ich habe auch den Namen studieren. Wie heißt der schon? Und dafür weiss ich jetzt, was drei Besen ist. Win-win. Genau. Absolut. Das nächste ist eine Frage, die selbst ich könnte beantworten. Welches Getränk bestellen Harry und seine Freunde im drei Besen? Butterbier. Genau. Und du schon beantwortet hast. Ja! Dritte Frage dazu. Welchen verfluchten Gegenstand erhält Katie Bell im Dreibesen? Hauskette. Ja. Eine Kette. Das stimmt. Jetzt Zusatzfrage. Von wem hat sie es bekommen? Draco. Genau. Und für wer ist sie bestimmt gewesen? Dumbledore. Vierte Frage. Welche Art von Bier wird im Dreibesen beworben? Also Butterbier haben wir vorhin gehabt. Ja, aber weil es beworben wird. Beworben? Kein Plan. Ist es anders denn? Ich wüsste es auch nicht, aber ich gehe davon aus, dass irgendwo wahrscheinlich ein Schild ist mit dem. Oder so. Ja, dann gehen sie aber ins Detail. Ja. Also ich meine, es ist ja eh so ein bisschen Englisch. Also ein Stout ist auf jeden Fall schon mal drin. Ne? Es wäre ein Simson Steaming Stout. Okay. Noch nie gehört. Nein, sagen wir jetzt nicht. Ich gehe wirklich davon aus, beworben wird. Welche Art von Bier wird im Dreibesen beworben? Das wird wahrscheinlich wirklich irgendwo stehen. Auf meiner Schild oder was. Fünfte und letzte Frage zum Dreibesen. Welche von Katie Bells Freundinnen ist mit ihr im Dreibesen, bevor sie die verfluchte Halskette bekommt? Wie heißt die auch? Angelina Johnson. Hm. Ich muss passen, keine Ahnung. Ja, oder eine von diesen Patil-Schwestern. Ich weiss auch nur den Vornamen, Liane. Oder es steht auch noch davor. Okay, wir wissen jetzt gerade nicht. Nein. Das war es zu drei Besen. Ja, ich denke, da können wir weitermachen, so, oder? Ja, danke. Passt das. Und dann das nächste Thema, hinter den Kulissen. Uff. Ich glaube, wenn wir nicht allzu viel dazu sagen, wird wahrscheinlich eine Frage sein, die man das so mit dem Ganzen zu tun hat. Welche Schauspielerin in dem Film Harry Potter und der Gefangene von Azkaban trug einen aufblasbaren Anzug, der an seiner größten Stelle 4,5 Fuß breit war? Welche Schauspielerin? Oh, Schauspielerin. Den Namen weiß ich nicht, aber... Ja, hätte ich jetzt auch gesagt, gell? Aber keine Ahnung. Weißt du, wie Tante heisst? Petunia, oder? Nein, das ist die Mutter. Das ist Tante von Harry. Also die Mutter von Dudley. Tante, meinst du? Ah ja, Tante ist ja gesehen, genau. Nicht Mutter, ja. Stimmt. Nicht Mutter von Dudley. Aber ich weiß es nicht. Also klar, also... Also ja. Tante Magda und die Schauspielerin ist Pam Ferris gewesen. Okay. Wie gesagt, Nebenrolle könnte man nicht. Genau. Die zweite Frage hinter den Kulissen. Wie lautet der Name des Schauspielers, der Sirius Black gespielt hat? Gary Oldman.
Ja, das ist so heikel zum Googlen. Schon? Das hat ja, doch jetzt aufgehört, ist... oder? Geil! Ja, hast du auch schon probiert, Eva? Kann man auf ganz komischen Seiten landen. Was hast du gemeint, er hat aufgehört? Ich meinte, ich habe mal also mit Schauspielern einfach? Ja, mit Schauspielern also. Aufgehört. Aha. Also gerade nach den Filmen? Nein, jetzt ist gerade kürzlich. Ah. Ich habe mal etwas gelesen, ja. Okay, keine Ahnung, was er sonst noch gemacht hat im Fall. Ich weiß auch nicht. Aber oh, mal interessant zu schauen. Zu googeln. Aber das ist er nicht. Ja, das wolltest du wagen. Ja. Dritte Frage hinter den Kulissen. Für die Harry Potter Filme baute das Produktionsteam Vorrichtungen, um welche Objekte in das Haus am Lingusterweg zu schießen? Oder geht es um die Frage, was für Objekt? Dass die drei oder schießen. Was für eine Maschine? Um welche Objekte? Sie schießen doch, meinen Sie, Briefe, die sie reinschießen? Also ich hätte... Das ist das Erste, was man gell? Ja, ich hätte es im Fall auch gesagt, ja. Sind es Briefe gemeint? Sorry, die Frage ist mir, haben mich gerade ein bisschen verwirrt. Und? Briefe. Aha. Das hätte doch eine Eule sein. Ah, das wäre aber Angry Birds. Vierte Frage. Welcher Schauspieler, der einen von Harrys Freunden spielte, sagte, dass er nach der Lektüre von Harry Potter und der Feuerkelch unbedingt sehen wollte, wie die Drachen zum Leben erwachen? Ich muss passen. Ja, welcher das ist der Ron, bin jetzt mal so raten. Der Rupert Grint. Matthew Lewis. Der Neville Longbottom. Ah, ist er, okay. Ja, ich hätte keine von ihnen gewusst, von den Schauspielern. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht kommt die Frage jetzt später drei, noch. Ja, von diesen drei Hauptdingen könnte sie, aber... Fünfte Frage. Wie hat der Schauspieler Daniel Radcliffe den Teil des verbotenen Waldes genannt, in dem die Spinnen leben? Also im Film heißt er der verbotene... Ist der verbotene Wald, ja. Wald, aber... Der Teil, wo die Spinnen drin leben. Das ist Aragog. Es ist Englisch. Uff, was ist das auf Deutsch? Spider's Hollow. Aha, Spinnen... Ah, was ist Hollow? Spinnen... Aber wie hat der Schauspieler Daniel Radcliffe den Teil des verbotenen Waldes genannt? Also wie er das einfach so mal offscreen genannt hat, dem Fall wahrscheinlich. Ja, hinterstärkt war, oder was? Ja, sonst hat es wahrscheinlich geheißen, wie hat der Harry Potter den Zeugs gehört. Okay. Die sind schwer gewesen. Ja. Ja, dann machen wir gerade mit Schauspielern weiter. Okay. Wird sicher einfacher. Erste Frage. Der Schauspieler David Bradley spielte welches Mitglied des Personals von Hogwarts? Der Filch, Hausmeister. Hey, genau, ja. Der Argus. Argus Filch. Da bin ich ganz schlecht. Nee, ich auch. Keine Ahnung. Ja, ich glaube, es kommt auch eher eine Schätzfrage. Wie viel schätzte der Schauspieler Robbie Coltrane wog Hagrid? Was ist, fragt der... Wie viel schätzte der Schauspieler Robbie Coltrane, also er, den er gespielt hat, Hagrid? Wie viel, dass er selber geschätzt hat? Wie viel, dass er wiegt? Oh, es sind Pounds, oder was sind die? Es ist ein Kilo. Es ist ein Kilo. Also, die wir mal schätzen, hey? Jeder gibt mal schätzen, 370 Kilo. Ich hatte jetzt 180 oder so. 250. 250 Kilo. Das ist wirklich gross. Das muss ich noch vorrechnen, wenn ich nicht dran. Danke. Dritte Frage. Welcher Schauspieler glaubte am ersten Drehtag mit den animatronischen Fox, dass die Puppe ein echter Vogel sei? Mit dem animatronischen Fox. Der Fox, der Vogel. Mhm. Der heisst ja so. Der Phönix. Fox, ja. Ah, der. Der Phönix heisst Fox. Okay. Ah. Von Dumbledore.
bin mir sicher, ob es der Dumbledore oder der Harry ist. Einer von denen hat doch jetzt gesagt. Der Richard Harris. Ja, das Dumbledore, ist der Dumbledore. Der alte, einer von der, der ersten zwei Teile, ja. Vierte Frage. Welcher Schauspieler spielte sowohl Professor Flitwick als auch Griffook, den Kobold? Soll ich jetzt euch raten lassen, oder soll ich sagen? Warwick Davis. Ja. Ich hätte es gerade gesagt, da kommt eh niemand drauf. Also warte, ich weiss den Daniel Radcliffe. Ja. Punkt. Wie heisst du wieder? Emma Watson. Ah, ja, genau. Es hat zwar noch eine Aufzählung drin, aber... Ja, ist jetzt gestoppt. Genau. Fünfte Frage. Der Schauspieler Warwick Davis war der Meinung, dass die Welt der Kobolde nicht besonders gerne mit welcher Welt in Verbindung gebracht wird? Der von den Zauberern nehme ich zum. Ja. Die Welt der Zauberer. Aha. Weißt du, was für ein Schauspieler das war? Warwick Davis? Ich meine, wenn die Rolle kam, meine ich so. Weißt du das? Aber für Professor Flitwick. Oder auch Griffook. Griffook, aber er hat noch. Er hat, glaube ich, drei Rollen hat er, glaube ich, selber gespielt. Okay. Ist er dann von der Kleinwüchsig? Ja. Aha. Zwei oder drei Rollen. Der Musiklehrer. Der auch noch, genau. Was, ein Musiklehrer? Ja, der Beat. Aha, so. Ja, ja. Ist das der Flitwick? Mhm. Griphook heißt der, okay. Griphook, genau. Nicht Griffook. Griphook. Vielleicht haben wir doch besser einen Harry Potter-Fan als ja, Quizmaster. Ach so, meinst du? Nein, nein. Ich bin froh, dass wir jemanden, der fast alle Fragen beantworten. Nein. Sie waren einfach still. Und wenn wir gerade so gut sind, machen wir mit Schauspielern weiter und noch alleine Schauspieler. Und dann nochmal hinter den Kulissen. Wenn wir zwischendurch schauen. Vielleicht können wir auch mal mitreden, Serie. Genau, das ist das schon Misch. Machen wir weiter mit Gryffindor. Erste Frage für Gryffindor. Wie lautet das Passwort für den Gryffindor-Gemeinschaftsraum während Harrys drittem Schuljahr? Vorhin haben wir das für unsere Testkarte. Das ist fies, ja. Locomotor Mortis, oder? Uff, ich weiss das schon nicht mehr. Nein? Fortuna Major? Ja. Genau. Aber das ist tatsächlich so die Testings gewesen. Ja? Aha. Sollen wir die gleich noch eine Stirn gehen, oder? Nein. Ja, nicht lustig. Dolores Umbridge? No. Nicht. Mama, also mach schon. Umbridge. Ja, voll. Umbridge. Umbridge. Erste Frage. Dolores Umbridge, Professor für Verteidigung gegen die dunklen Künste, droht der Mutter welcher Schülerin mit Entlassung? Der Mutter? Der Mutter welcher Schülerin mit Entlassung, ja. Hä? Er wartet so. Keine Ahnung. Ist das nicht auch jemand von diesen Partil? Nein, also wenn ich es lese, dann... Macht es mehr Sinn. Ich weiss nur eine, ja, die entlassen wird, aber die hat kein Kind. Das ist eine Lehrerin. Das Kind, das ist eine Lehrerin. Ja. Mhm. Aber sie droht ja nur. Katie, wie lacht. Es ist Cho Chang. Ach so. Ja, und zwar ja, irgendwie dort, wo sie den Dings verraten, glaube ich, oder? Den Raum der Wünsche. Oder wieder. Dort, ja. Heißt. Sie verratet ja das eigentlich. Und ich glaube, sie droht der Mutter nicht direkt, sondern es kommt dann nachher aus, von wegen so, ja, sie hat droht meiner Mutter. Oder sie hat meiner Mutter mit Entlassung gedroht. Also, und glaub, die hat ihre Tochter, die tut doch viel Safttrank. Nein, den Wahrheitstrank tut sie ja den Veritas. Sehr aus. Ja. Danke für den Fachnamen. Also sie droht... Dass Mutter den Job verliert. Droht der Mutter welcher Schülerin mit Entlassung? Aha, nein, ich hätte jetzt gesagt, dass sie entlassen wird. Aber sie droht an der Mutter. Ja, weil so, die dritte Tochter doch nach dem Blass nicht mehr auf nach dem. Sie ist ja gar nicht mehr so in dem Film. Schon? Und nicht mehr viel, ja. Es ist ja eben, was wäre das Serum, haben sie doch eingeflossen nach dem, weil sie es einfach wissen, die Umbridge, ja. Genau. So etwas vor sich geht.
Ja, und zuerst hat ja der Snape mit der Harry dort in Verdacht gehabt und nachher ist dann klar gewesen, dass wir das sehr umgemacht haben. Zweite Frage zur Umbridge. Wessen Porträt dreht Professor Umbridge mit dem Gesicht nach unten, damit es nicht sieht, wie sie den Cruciatus-Fluch an Harry anwendet? Uff. Mann, was ist das? Das habe ich gar nicht gewusst, was sie gemacht hat. Mann. Schon? Ich hätte eine Katze. Ich hätte jetzt aber im Kopf gehabt, aber... Ich weiß. Also sag's. Wirklich dich. Das ist doch der Cornelius Fudge. Ja. Der Oberminister. Ah. Genau. Das von Cornelius Fudge. Die dritte Frage, wie lautet Ihr zweite Vorname? Jane. Dolores. Jane. Dolores. Jane. Umbridge. Vierte Frage, wie schafft es Harry als Albert Runcorn unbemerkt in das Büro von Dolores Umbridge zu gelangen? Er hat so eine Art Bombe, die er auf den Boden lassen könnte. Die vermehren sich nachher noch die Hände zu so einer Rauchwolke. Aber wie man denen sagt, keine Ahnung. Das stimmt, so etwas ist passiert. Ja. Ja. Durch einen Bluffknaller. Das wird das sein. Ja, das tut noch ein. Das kannst du gar nicht beschreiben, wie das tut. Das klingt natürlich auch lustig. Ich habe null Plan. Das hätte ich jetzt im Fall. Das habe ich gerade vorne nicht. Morgen laufen so ganz schüchtern die Leute und alle so am PC vor ihrem Zimmer da am Schreiben und auch daheim möchte ich eben fallen. Geht durch jeden Gang und dann plötzlich gibt es einen Knall und alles schwarz in der Wolke. Ja, stimmt. Bluffknaller oder Bluffknaller. Fünfte Frage. Welche Trophäe hat Umbridge an ihrer Tür im Ministerium? Wo heißt es, hä? Katzenzüchterin. Ich glaube, irgendetwas im Ministerium doch. Ich weiß nicht. Vorsitzende, bla bla bla. Das kann ich gerade auch nicht sagen. Eine Trophäe an ihrer Tür. Hat die Trophäe nicht? Mad Eye Moody's magisches Auge. Das ist eine Trophäe, das hat die gewusst. Welche Trophäe, ja. Okay. Harry Potter. Oh. Erste Frage. Wenn Harry in Lord Voldemorts Geist schaut, um Nagini zu finden, welchen Ort in Hogwarts sieht er dann? Wer oder was ist Nagini? In seine Schlange. So Zeug wüsste ich aber. Ja. Das ist ein Zeug, das ich keine Ahnung habe. Was sieht er? Also ich weiß nicht. Das ist nicht das Haus, das Bootshaus oder so. Ja, das Bootshaus. Dort, wo der Snape stirbt. Ja. Okay. Wer ist seine Schlange? Am Voldemort. Oh, die, er hat doch immer eine Schlange bei sich. Auch bei der Höhle in der Hütte und so. Die kommt die auch, oder? Ist immer überall mit dabei. Und die heisst Nagini. Das ist ja auch ein Horcrux. Ja. Zweite Frage. Wo treffen sich die beiden zum ersten Mal wieder, nachdem Hagrid den kleinen Harry bei den Dursleys abgesetzt hat? Also, wer wo Hagrid, der Hagrid und der Harry? Und der Harry das erste Mal trifft, das wüsste ich, glaub's. Wo treffen sich die beiden zum ersten Mal wieder, nachdem Hagrid den kleinen Harry bei den Dursleys abgesetzt hat? Vielleicht. Ja, in der Schule, denke ich. Pimo. Nein, das ist in deren Art heute, wo sie geflüchtet sind von den Briefen. Es ist nicht ein Leuchtturm gewesen. Also es ist zumindest auf einer Insel. Oder ist es auf einer Stürme, wo es stürmt rundherum. Und, aha. Plötzlich steht so eine Reise in der Tür. Ja, ja, genau. In der Hütte auf dem Fels. Ja. Happy Birthday, Harry. Dort, wo er genau Geburtstag hat. Drückt auf Kuchen. Ja, richtig. Dritte Frage. Als die Todesser die Kontrolle über das Ministerium übernehmen, welchen Titel geben sie Harry? Ich wüsste es nicht mehr. Ich bin nicht sicher, ob es der Auserwählte ist. Hm. Nein, okay. Niemand? Nein. Unerwünschter Nummer 1. Ja, klar.
vierte Frage. Richtig oder falsch? Harry fängt seinen ersten goldenen Schnatz mit den Händen. Falsch, falsch. Hätte ich gesagt, gell? Er schluckt ihn. Also. Mhm. Er verschluckt ihn, genau. Fünfte Frage. Welcher Teil des Briefes, in dem Harry des Ministeriums verwiesen wird, wird zu den sich bewegenden Lippen? Also, ich werde einen Filmteil, oder was? Welcher Teil des Briefes, in dem Harry des Ministeriums verwiesen wird, wird zu den sich bewegenden Lippen? Ich habe eine Vermutung. Weißt du das, oder? Ja, also ich weiss, welcher Film es ist und um was und wieso. Und das wüsste ich wiederum nicht. Wieso was er verwiesen wird. Welcher Teil vom Brief ist die Frage, oder? Das zu den Lippen wird. Ah, ich hätte jetzt gesagt, der Umschlag. Keine Ahnung, das stimmt nicht. Ah, welcher Teil vom Brief hast du Lippen? Ja. Mhm. Ist das nicht das Siegel hinten? Ja, das Siegel. Mhm. Hey, ich habe es überlegt, in welchem Film ist es fast dort? Ich weiß gar nicht, wer ihn geschrieben hat. Oh Gott. Zweiter Überlegung. Musst du mal die Schauspieler ein bisschen weiter unter. Hey, das sind noch schwere Fragen. Du. Es ist heavy, ja. Das ist jetzt schon recht. Du musst das wie gut können vor. Vorstand, du hast mal einmal im Monat so einen Harry Potter. Genau. Quiz, genau. Als Vorbereitung für, wenn es dann auf den Switch rauskommt. Ja, zum Beispiel. Machen wir Familie Dumbledore. Wie lautet der vollständige Name von Albus Dumbledore? Oh, das ist ein bisschen überlegen. Nein, da kannst du nicht alles aufzählen. Nicht. Nein, ich gebe also, es glaube, ich hätte, also Albus Dumbledore hätte ich hergebracht, ja. Und ein weiterer von denen Namen hätte ich auch noch. Albus Percival Ulfric Brian Dumbledore. Ja. Boah, nicht schlecht. Wenn ich jetzt die Antworten da sehe, bin ich gespannt auf die zweite Frage. Wie lautet der Name des Vaters von Albus Dumbledore? Ich würde jetzt mal sagen, Brian oder so. Vielleicht. Zum Nachnamen Dumbledore. Hey! Der Kandidaten hat 100 Punkte. Wow! Nein, aber du bist nicht schlecht. Also es ist einer von diesen Filmen. Percival. Ja. Speziell. Genau. Das war jetzt gerade. Was ist laut Albus Dumbledore unsere unerschöpflichste Quelle der Magie? Ich weiß es nicht. Was würdest du sagen? Ist die Liebe gewesen? Das hat doch jetzt so überlegt. Nein! Fuck! Ich habe gemeint, die Liebe zu der Mutter oder so. Kannst du mal eine Frage sagen? Was ist laut Albus Dumbledore unsere unerschöpflichste Quelle der Magie? Der finale Rat. Gedanken da. Vorstellungskraft. Nein. Mhm. Worte sind, meiner nicht so bescheidenen Meinung nach, unser wohl unerschöpflichste Quelle der Magie. Okay. Harry. Vierte Frage. Welches schwere Verbrechen hat der Vater von Albus Dumbledore laut Tante Muriel begangen? Das ist mit der Schwester. Nee, das ist eine andere Geschichte, der Vater nichts tun. Ist noch schwerwiegend, was ihm hier angekleidet wird. Mord. Weiß ich nicht. Mhm. Schwerwiegend. Wir kommen gerade noch den Ding in Sinn, der andere. Aber was ist es gewesen? Voldemort, sein Vater. Der kommt mir jetzt in Sinn, aber... Das war ein Muggel gewesen. Ah ja, stimmt, stimmt. Der ist überzaubert worden. Ah, welcher ist das gewesen, der andere Detail? Sirius Black ist noch angeblich Massenmörder. Stimmt, stimmt, aber... Er hat drei Muggel getötet. Okay. So ist wegen Mord. Also zumindest hat das die Tante behauptet. Fünfte Frage. Wo lebt die Familie Dumbledore, als Albus noch ein Junge war? Passen. Eigentlich sind es, glaube ich, Godric's Hollow noch gewesen, aber ich nicht zur Kindzeit in dem Fall. Genau. Aber die drei reisen jetzt eigentlich auch nicht zusammen, oder? Nein, das ist ein anderer Ort, wo sie da den Slughorn gehen können, zurückholen, den Lehrer. Stimmt. Der muss sich als Sofa verkleiden. Ja. Das ist eigentlich auch noch gegeben, so die Tarnung. Du musst einfach mit jedem Arsch klarkommen.
Erste Frage zu Muggel. Wie nennen Zauberer nicht magische Menschen? Okay. Wow. Ja, wir sitzen. Zweite Frage. Welches Fach unterrichtet Charity Burbage? Ich weiß nicht mehr, wo wer das ist. Ich auch nicht. Das ist eine Lehrerin Hogwarts. Ja, einfach nicht zu weit überlegen. Ja. Muggelkunde. Ja. Ich kann überlegen, heute zu weit. Ich glaube, das nächste Mal lese ich den Titel. Ja, Spoiler. Dritte Frage. Welche von Seamus Finnegans Elternteilen ist ein Muggel? Seamus Finnegan. Das ist ein Kollege von Harry und... Ich habe ihn, glaube ich, vor Augen, aber ich wüsste keine Ahnung mehr. Mutter? Meine Mom ist eine Hexe, mein Vater ist der Muggel, hat ihn recht umgehauen, als er da verkauft. Ah, genau. Genau. Super Zitat. Sein Vater. Sie zitiert noch mal. Ja, das wird super. Vierte Frage. In welcher Abteilung des Zaubereiministeriums arbeitet Arthur Weasley, als Harry ihn zum ersten Mal trifft? Verteidigung von... Oder? Ich weiss nicht, welche Richtung das geht. Aber wie sprichst du das wieder richtig aus? Also Verteidigung in dunklen... Nein, ist nicht das mit den Muggel-Artefakten? Ich sage nicht magische Gegenstände oder so, irgendetwas so. Und es hat einmal mit Muggel gekramt. Ein Büro gegen den Missbrauch von Muggel-Artefakten. Ja. Ah, genau, Missbrauch. Missbrauch ist es. Sagst du da? Die Funktion ist von einer Gummiente, fragt er ja mal den Harry. Ah, ja. Ah, das geht mir auch nicht so. Gibt es dort eine Antwort darauf? Schade. Es ist nicht keine Antwort. Quack, quack, quack. Das hat mich jetzt auch interessiert. Fünfte Frage, wie lautet die abfällige Bezeichnung, die Draco Malfoy für muggelstämmige Zauberer verwendet? Schlammblut! Und ich würde sagen, durch das, dass Muggel ja gerade so gut, dass wir das gerade so gut durchgemacht haben, machen wir noch einmal fünf Muggel. Ja, sehr gut, sehr gut. Da weiss selbst ich ab und zu, um was es geht. Erste Frage, also sechste. Wo befinden sich die Besuchereingänge zum Zaubereiministerium? Ah, gibt es mehrere? Also ich weiss, die einen, glaube ich. Kamin? Können zwei. Ah ja, stimmt, Kamin gibt es auch. Kamin kannst du, ja, gibt es auch. Genau, mit dem Flohnetzwerk, oder wie heißt das? Das ist eben das, das Flohnetzwerk ist der Kamin. Und das andere weiss ich. Das WC ist noch. Genau. Und Telefon, Telefonzelle. Stimmt, ah, Telefonzelle hat es auch noch gehabt. Telefonzelle. Also sie sagen jetzt hier nur Telefonzelle, ich gehe davon aus, dass das vielleicht einfach der einzige Besuchereingang ist. Ja, aber dieses ist ja mehr Zaubermess. Also, ja, ja, macht Sinn. In einer öffentlichen Telefonzelle. Nächste Frage, in einem Haus in Butley Beberton, oder so etwas, entdeckt Albus Dumbledore eine Muggelzeitschrift, die welche Art von Muster enthält, das er liebt? Was ist das? In einem Haus in Butley Beberton entdeckt Albus Dumbledore eine Muggelzeitschrift, die welche Art von Muster enthält. Ich bin er eventuell, weiß ich es. Ist es Strickmuster gewesen? Ah, schon. Ja, ja. Okay. Sagst du das? Zum Glück haben wir mit drei Schrägen gemacht, sonst würden wir nie wieder. Ich warte noch. Ja, das ist nett. Strickmuster. Ich muss die Frage so genau lesen, ich würde gar nicht sehen, wenn irgendjemand... Eben. Das ist für mich... Hättest du mit Leuten machen können? Ja, das habe ich aber schon bereit gehabt. Aber ich habe keine Leute gehabt. Ich auch nicht. Ich habe das Velo mitgenommen. Das Velo nicht? Ja, nein, ich habe gar nicht. Oder das Spieldöse. Aufs Handy tippen und bei dem muss zuerst... So, ins Halligalli. Ja, genau. Eigentlich hätte man so einen WhatsApp-Chat machen und einfach immer... Ich muss mir etwas schicken, der zuerst eine Message rausgeschickt hat. Oder zuerst eine Antwort drin hat. Ja, nein, ich verschreibe mich immer. Sprach noch recht. Ja. Das macht es besser, als du nicht. Nachher geht es nicht raus. Nächste Frage. Wo machen die Muggelbesitzer des Hauses, in dem sich Horace Slughorn versteckt, Urlaub? Ich muss passen, ich weiß nicht mehr wo. Was?
vielleicht Karibik oder so. Der Norden Schottland. Auf der Kanarischen. Okay. Ja, fast. Nächste Frage. Welche Art von Muggelspiel hat Arthur Weasley in seiner Werkstatt? Das Muggelspiel, das er in der Werkstatt hat. Der Pfüderwerkstatt. Das Spiel. Ich wüsste es nicht. Ich muss die Filme wieder mal schauen. Keine Ahnung. Flipperkasten. Ach so. Ja. Das ist mir nie aufgefallen. In den Filmen siehst du es, glaube ich, eine geschnittene Szene, wo du bei den Extras könntest schauen. Aha. Und das Gespräch mit dem Ron, ja, dort okay. Ist recht viel, ja. Ich habe keine Chance. Extras schauen auf den Film. Ich glaube, ich habe die Extras nie gesehen. Nein, ich auch nicht. Ich immer, darum habe ich von jedem Teil wirklich ein Doppeltief, wo ich das in die Extras noch schauen kann. Recht spannend zum Teil, ja. Ich denke, ja. Stimmt. Da haben wir die letzte Frage zu der Muggel. Was ist am fliegenden Auto der Weasleys defekt, so dass Ron und Harry von den Muggeln gesehen werden können? Der unsichtbar. Aber wie es heisst, ist die Frage, muss man wissen, wie es heisst. Puh. Also Unsichtbarkeit ist schon mal ein guter Start. Knopf, denke ich. Gangschalt. Nein, jetzt ist es zum Fliegen. Hey, der ist schon mal. Das hat, glaube ich, so einen komischen Namen. Nicht. Servoantrieb. Also der Unsichtbarkeits-Servoantrieb. Okay. Was haben wir das mit der Servo zu tun? Aurora? Ja, ja. Ist gut. Noch ein Potter. Auroren. Erste Frage. Was ist die Aufgabe eines Aurors? Ich weiss nur eine. Gibt es mehrere? Nein, was ist die Aufgabe? Aha, was ist die Aufgabe? Aha, gut, ich hätte es auch gesagt, Bekämpfen von der dunklen Seite. Ja, aber irgendetwas mit Schutz oder so. Ja. Im Kampf gegen, wie sagst du, gegen dunkle Künste oder so. Sie fangen selber der dunklen Magie. Ah, okay. Ja, ist etwas gleich, ja, Schützen. Ja. Ja, absolut. Würde ich doch durchgehen. Welcher Auror versucht, neben Kingsley Shacklebolt, Albus Dumbledore nach Azkaban zu eskortieren. Was nehmen wir, Kingsley Shacklebolt? Das ist ganz so gross, so. Immer so das Gewand an, meistens violett oder blau. Oder so. Der Dolish. Was ist Dolish? Dolish. Ja, ist okay. Ja, genau. Das auch. Womit es bei der dritten Frage weitergeht. Dolish verrät dem Todesser Yaxley, dass Harry an welchem Datum den Lingusterweg verlässt. Puh. Mein Gott, das ist eine schwere Frage. Ist das nicht irgendwann im August? Noch nicht ganz. Juli. Sein Geburtstag? 31. Nein. Nein, ich habe ihn. Das heißt 8. 13. Und es ist auch nicht der 1. 13. Aber nicht scheiße. Der 30. am 30. Juli, am Tag von Harrys 17. Geburtstag. Okay. Fühlt schwer. Ja, es ist wirklich... Das ist brutal schwer. Das mit dem Film nicht gedacht, wenn so Bild ist. Also wirklich, eins zu eins drin. Ist mega schön. Vierte Frage. Welchen Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste und Ex-Auror spielt Brendan Gleeson? Ja. Welchen Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste und Ex-Auror? Der Scherz. Der Mad-Eye Moody, ja. Ja, das ist der Mad-Eye Moody. Das ist eben das Auge, das nachher an der Tür ist von der Umbridge. Fünfte Frage. Harry will ein Auror werden, nachdem er was getan hat? Oh.
Ich könnte noch raten. Ich bin nicht sicher, ob es das ist. Vielleicht habe ich die Frage etwas falsch betont. Nachdem er was gemacht hat, muss er Auror werden? Ich hätte jetzt gesagt, nachdem er das erste Mal einen Dementor vertrieben hat. Aber es ist ein bisschen verwirrend. Ist nicht der Kampf dort im Ministerium? Nein, nachdem er was gemacht hat, will er dann Auror werden. Harry will ein Auror werden, nachdem er was getan hat. Sein Schulabschluss. Aha, so ist das gemeint. Oh ja, aber es ist jetzt, ich hätte jetzt nicht gewusst, wie ich das noch anders hätte umschreiben können, nachdem er was gemacht hat. Nachdem er was getan hat, ja. Sein Schulabschluss. Eigentlich eine logische, einfache Frage. Schwer zum Stellen. Harry Potter. Erste Frage. Wo ist Harry, wenn er sagt, ich liebe Zauberei? Wir kommen jetzt nur ein Team in Sinn. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Ich kann es nicht sagen. Würdest du sagen, bei den Weasleys, wenn du das Haus einmal gesehen hast? Ah, könnte gut sein. Das ist wirklich voll der Magie. Ist nicht das? Im Zelt bei der Quidditch-Weltmeisterschaft. Ah, ja, stimmt. Okay. Oh, aber das ist das geilste Zelt. Ja, ist das ist das geilste Zelt. Nach Baldrin ist es ein Riesenwohnzimmer. Ja. Stimmt, ja. 5 Sterne Deluxe. Zweite Frage. Von wem glaubt Ron fälschlicherweise, dass sie sich auf der Suche nach den Horcruxen in Harry verliebt hat? Was nochmal? Von wem glaubt Ron fälschlicherweise, dass sie sich auf der Suche nach den Horcruxen in Harry verliebt hat? Things to Hermine? Das ist eigentlich nur jemand möglich in dem Sinn. Ja. Gut, du weißt nicht, wer alles unterwegs ist. Wir wissen, dass es die drei sind. Dritte Frage. Wer rettet Harry vor dem Ertrinken in den zugefrorenen See im Wald von Dean? Im Wald von Dean? Das war einer der letzten Teile, gewesen, ja. Oder? Sein Reden. Das sagt ja nicht am wenigsten. Nicht? Nein, also ja, das sieht er ja dort, oder? Ja, aber das führt ihn zum Schwert. Und dann geht er ja erst in See. Und dort wird er ja von dem Horcrux, den er um den Hals dreht, das mega, ja, wird er ja abgezogen. Und dann kommt der Ron. Ist der Ron. Mhm. Der Ron, der zurückkommt. Und er hat sie aber verloren. Ja. Aber weil sie versucht, genau. Dick kommt er jetzt erst schon zurück, stimmt. Ja, stimmt. Richtig. Vier. Ich, was sagst. Vierte Frage. Wer zerbricht aus Versehen Harrys Zauberstab? Ist das auch der Ron? Hast du das Termine gesehen? Termine beim Apparieren irgendwie dort. Ach, keine Ahnung. Wenn, weiß ich nicht, das ist doch einfach Termine. Ja. Okay. Langweilige. Die Erklärung muss noch einer gesehen. Nachbeschreibung. Da kann ich leider nicht aushelfen. Fünfte Frage. Wo haben Harry und Dudley eine Konfrontation, nachdem Dudley Harry wegen seiner Albträume geneckt hat? Spielplatz. Im Spielplatz, genau. Auf dem Spielplatz in Little... Ja, yeah. Wie heißt das? Little... Winging. Winging. Da habe ich wieder nicht mehr. Zauberstäbe, das klingt doch auch noch spannend. Oh ja. Gerade zwei noch einander. Nehmen wir einfach die erste Karte. Genau. Wie nennt man das Studium der Zauberstäbe? Puh, ernsthaft. Das Studium? Ja, das ist etwa so gleich weit überlegt wie der mit dem Muggel vorher. Zauberstab machen? Zauberstabkunde. Okay. Okay. Was macht Harrys Zauberstab kaputt? Was macht Harrys Zauberstab kaputt? Also, was er kaputt macht mit seinem Zauberstab oder was seinen Zauberstab kaputt macht? Ich glaube, dort, wo er Zauberstab testet, was passiert, wenn er die testet. Ah, ist das gemeint, Mensch? Eben, welcher Zauberstab?
Also mir hilft die Antwort nicht, um die Frage können, besser zu stellen. Schon. Was macht Harrys Zauberstab kaputt? Es ist ein Zauberspruch. Ein Zauberspruch? Was er sagt? Ein Sprengfluch, Confringo. Kenne ich, ja. Puh. Aber ich habe eben Zauberstab gedacht, den man testet. Ja. Was macht Harrys Zauberstab kaputt? Ein Sprengfluch, Confringo. Hast du jetzt beides verstanden? Ja. welcher Zauberstabladen hat ein Symbol aus den Heiligtümern des Todes auf seinem Schild? Oliver. Oder was? Nein, das ist dieser, der Gregorowitsch. 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 Zauberstab. nächste Frage. Aus welchem Holz ist der Zauberstab, den Ron von einem Greifer stiehlt, gefertigt? Von was stiehlt? Von einem Greifer stiehlt. Ich habe also keine Ahnung. Schledorn. Okay. Das sind wir aus dem, wo den Zauberstab muckt. Jetzt wird es viel einfacher. Aus welchem Holz ist der Zauberstab von Bellatrix Lestrange gemacht? Einfacher. Das hat er da gewusst. Ich denke, sie ist so eine Hex. Darum muss es ein... so ein Dornenholz. Einfacher. Kirschblüten. Frühlingsfedern. Eigentlich ziemlich common. Walnuss. Okay. Ganz einfach. Und weil der Zauberstab so gut gelaufen ist, wie ein Zauberstabkunde, machen wir noch einen. Haben wir noch mal eine Chance. was ist der Kern von Draco Malfoys Zauberstab? Ah, so etwas haben wir vorher dann mal bei der Antwort fast ein bisschen. Genau. Okay. Welcher Zauberspruch erzeugt Licht am Ende des Zauberstabs? Was noch? Licht. Uff, warte. Also was für ein Zauberspruch? Lumus. Lumos, ja. Lumos. Ja. Lumos, ja. Was ist der Kern des Zauberstabs von Harry Potter? Ah, das weiß ich, glaube ich. Phönixfeder, oder? Und zwar vom Fox. Genau. Aus welchem Material wurde die für die Stuntarbeit verwendete Requisitenstäbe hergestellt? Aus welchem Material? Holz, doch einfach vielleicht Holz. Plastik. Gummi. Okay. Das können Sie noch schlüsseln. Ich habe letztens keine Augen rausstechen. Ja. Nee, du kannst wirklich mal umfangen mit dem Zauberstab. Schon. Ja, in dieser Szene aus dem Ministerium kämpft wegen dieser Prophezeiung. Aha. Das ist ja Bellatrix, wo der Neville an sich nimmt und ihn ja Zauberstab ins Gesicht tut. Aber sie tut noch aussen sehr tief ins Ohr rein und hat ihn das Trommelfell beschädigt. Oh, Scheiße. Du bist aber richtig in der Rolle. Ja, ja. Ja, das war nie mehr recht gewesen, aber ja, gell. Wenn du wohl in der Rolle drin bist. Zum Glück haben sie nicht mit Pistolen gespielt. Zum Glück kann ich meine Stäbe in einer Vitrine. Ja. Du weißt du, Dings da, der Schauspieler, weißt du, was ich meine? Mhm. Ja, Namen kommen wir eigentlich. Wir auch nicht. Dann ist jetzt verklagt worden. Ja. Was ist es? Fahrlässige Tötung oder so? Aha, Baldwin. Ja, genau. Der verschossen hat. Genau. Alec Baldwin. Ich habe es hat sicher mitbekommen. Ist ja mega um die Welt, die News. Alec, wie heisst er? Alec Baldwin. Er hat einen Western-Film gemacht, er war der Hauptdarsteller, oder einer von den Hauptdarstellern. Ja, Hauptdarsteller und Regisseur. Ja, und er hat dann so eine Knarre gehabt und hat geschossen, das war echt die Patronen drin und hat eine Kamerafrau verschossen. Ja. Mhm. Und ein Kamerassistent oder Tonassistentin etwas verletzt, glaube ich. Verletzt, aber eben die Kamerafrau ist gestorben. Ja. Krass. Ja. Jetzt ist er irgendwie totschlagen. Also auf jeden Fall ist er verurteilt, jetzt glaube ich.
Statt die Woche. Ja, genau. Dass man halt so etwas an ein Set kommt. Weißt du, das finde ich noch so strau. Ist das alles noch mit denen? Ja, es hätte jetzt eine Platzpatrone sein, aber haben sie gesagt, wieso das überhaupt. Ja, aber es ist in der Schweiz irgendwie auch schon passiert. Also, es sind auch schon Leute von Platzpatronen umgekommen sogar, aber auch, glaube ich, sie sind auch nicht ganz ungefährlich. Aha, nein, aber bei der Schweiz auch ist es. Ah, mit der Schweiz schon, ja. Okay. An einem Filmset ist jemand gestorben oder umgebracht worden. Whatever. Letzte Frage zu dem Zauberstab. Wie viele Versionen von Harrys Zauberstab hat die Requisitenabteilung schätzungsweise in den Jahren der Dreharbeiten hergestellt? A über 10, B über 100, C über 1000. Ich sage mal A. 100. Ich sage ja. B in dem Fall. B wäre über 100. Ja. Okay. Ja, über 100. Rechte verschleißen. Ja. Ja, wenn du ihm so ausstichst und drum gehst, musst du noch mal hören, dann mal neu. Okay. Ist doch besser kein Gummi genug. Oh, die Karte des Rumtreibers. Die kenne ich sogar. Welcher Ort ist auf der Karte des Rumtreibers eingezeichnet? Also, Hogwarts, die Gang. Also, Hogwarts. Welcher Raum in Hogwarts ist nicht auf der Karte des Rumtreibers zu finden? Raum der Wünsche. Um die Karte des Rumtreibers von selbst zu öffnen und zu schließen, engagierte das Produktionsteam einen Zauberer, der ihnen zeigte, wie man das mit welchem gewöhnlichen Material macht. Was nochmal? Um die Karte des Rumtreibers von selbst zu öffnen und zu schließen, engagierte das Produktionsteam einen Zauberer, der ihnen zeigte, wie man das mit welchem gewöhnlichen Material macht. Und ich frage, welches Zauberer oder welches Material? Welches Material? Ich sage dann das Papier irgendwie, das kannst du ziehen oder so. Das Löschpapier. Das ist ein Plastikkunststoff. Mit Fäden. Was mit Fäden? Das habe ich auch aufgehört. Aber das musst du zaubern lassen. Das nimmst du einen Ingenieur, oder? Zaubern? So eine Typ oder eine Bastelkönigin? Im Greenscreen-Mantel genommen. Ja, gell. Game Designer wird von dem rein. Oder ich habe es einfach gerade animiert. Ja. Nächste Frage. Bei der Suche nach welchem Objekt gibt Harry die Karte des Rumtreibers an Ron und Hermine? Warte, ich muss schnell überlegen. Welches Objekt? Was sie denn suchen? Ist doch eine Horcrux, oder, was sie suchen? Dort im Schloss, im letzten Teil. Ich weiss nicht, ob das auch ein Horcrux ist. Nein, Kammer des Schreckens. Welches Objekt suchen sie dort? Ich glaube, Kammer des Schreckens ist ja richtig. Das ist entweder ein Zahn, es ist das Diadem. Zahn des Basilisken, ja. Das ist ein Horcrux, der Fall. Nein, das Buch. Er kann es zerstören. Das macht aber der Harry im zweiten Teil. Im letzten Teil, das ist nicht der Kelch, das ist zerstören. Aber stimmt schon. Ja, irgendetwas macht er aber auch mit dem Buch, mit dem Zahn. Er sticht das Tagebuch von Tom Riddle. Ja, wo er ja eine Stichtschlange hat, dann aber den Zahn drin und mit dem Zahn tut er dann ein Buch zerstört. Denken Sie mir gut. Gell, ich habe etwas gewusst. Hey, cool. Welche Zwillinge entwenden die Karte des Rumtreibers zuerst aufs Filchs Büro? Ich glaube, das muss ich nicht. Fred und George. Genau, weiß sogar ich. Es sind andere Zwillinge bis auf die Patina, oder? Ah ja, stimmt, jetzt sind ja noch die indischen Twins da. Ah ja, stimmt. Padma und Parvati. Wie viel? Padma und Parvati, Patil. Vielleicht kommt die Frage dann auch. Die war hure kreativ, die Frau. King's Cross. Das ist da. Von welchem Bahnsteig des Bahnhofs King's Cross fährt der Zug nach Hogwarts? In welchem Raum des Bahnhofs King's Cross gibt Sirius Black Harry ein Foto des ursprünglichen Orden des Phönix?
So ein Warteraum, ja. Mit Glas. Ein Wartesaal. Ist der leere Bahnhof King's Cross real oder nur in Harrys Kopf? Der leere Bahnhof. In seinem Kopf. Mhm. Müsste jetzt aber nicht in welchem... Steht, wie Dumbledore kommt? Ja, da steht, wo noch das ganze weisse Szene aber, kommt. Ja, dann echt, sozusagen wie der Horcrux im Inneren gestorben ist. Sozusagen. Ja, dann weiss ich, wer es. Weiss das kommt. Dann kommt der Dumbledore nachher noch. Und das ist im letzten Teil, wo er sich so... Und das ist unter dem Bänkchen der... Ah. Ja, das stimmt. Stimmt, dass mit unter dem Bänkchen kommen wir wieder bekommen. Ja. Ich dort drunter. Nächste Frage. Wie kann Harry in seiner Vision Professor Dumbledore zufolge aus dem leeren Bahnhof King's Cross zurückkehren? Kannst du mal lesen, Entschuldigung. Wie kann Harry in seiner Vision Professor Dumbledores zufolge aus dem leeren Bahnhof King's Cross zurückkehren? Ich weiß es nicht mehr. Dumbledore sagt doch irgendetwas zu und er macht es dann aber. Mhm. Sich etwas vorstellen, glaube ich, so. Sagt die Eltern. Mhm. Mhm. Ist ziemlich simpel, was man an einem Bahnhof halt so macht. Mein Zug ist die. Zu simpel. Letzte Frage. Als Harry Dumbledore fragt, ob der leere Bahnhof King's Cross real ist, was antwortet Professor Dumbledore? Was dann? Das kann ich gerne entscheiden, oder so. Warum sollte das bedeuten? Also, es ist in Harrys Kopf, aber warum sollte das bedeuten, dass es nicht real ist? Es ist in Harrys Kopf. Sind das seine Worte? Als ja, Harry Dumbledore fragt... Ja. So sieht er immer so speziell auf so Quiz irgendwie gehabt. Dumbledore. Weil er immer Sinn ergeben. Das hat schon sehr, sehr schwere Fragen. Ob du zitieren musst, viel musst zitieren können. Jetzt müssen wir etwas überlegen, es sind glaube ich 500 Fragen alles. Ja, also. Gut, ja. Das gibt schon viel Stoff. Ja, wenn nicht mehr, sind noch mehr. 5 Fragen pro Ding, sind das sind es. Oder sind es 500 plus noch mehr? Gesehen, ja, jetzt ist es gesehen. 500 weitere Fragen, oder sind es gleich 500? Aber es sind doch mehr als 100 Karten, nicht? Das sind schon echt viel. Hogwarts Express. Von wo in London fährt der Hogwarts Express ab? Ja. wie kommt man auf den Bahnsteig des Hogwarts Express? Müssen wir da Bau haben? Ja, der Wand. Genau, also ja, zwischen Zügen da. Genau. Und lieber ein bisschen, wenn du nervös bist. wer wird im Hogwarts Express von einem Dementor angegriffen? Harry, ja. Was versucht Ron in Hogwarts Express erfolglos mit seiner Hausratte zu machen? Gold zu machen. Oder nicht Torfarbe ändern, Fellfarbe ändern. Ja. Aber gerne. Ihre Farbe zu ändern. Welchen Zauberspruch verwendet Draco Malfoy, um Harry zu lähmen, nachdem er entdeckt hat, dass Harry ihn im Hogwarts Express ausspioniert? Ah, mit dem Mantel an. Spioniert das ist das der Locomotor Mortis da. Mhm. Nee. So fies im Game ist das der? Petrificus Totalus. Ah, ja, klar. Petrificus Totalus. Nachher können wir gerade Hogwarts abschließen. Ja, ich glaube, das Game ist noch ein easy going. Dann haben wir gerade Abschluss. Ja. Es sieht so nice aus, die ganze Fight-Geschichte. Ich habe fast nicht angeschaut. Schon. Ich kann mal nicht ein Spoiler lassen. Ich habe ein bisschen Grafik gesehen und gefunden, es sieht wirklich gut aus, mehr möchte ich nicht aus. Also, Kampf sieht sehr, sehr, sehr nice aus. Cool. Auch für nicht Harry Potter Fans. Wow. Ich habe das Gefühl, so, es sieht ein bisschen nach Batman Arkham Asylum. Also ja, so rein vom Kampfsystem her, weißt du, mit Blocken und so Sachen. Aha.
Ich finde, es sieht spannend aus. Muss immer sein. Lord Voldemort. Erste Frage. Welcher Horcrux macht Lord Voldemort auf Harrys Plan aufmerksam? Auf Harry. Welcher Horcrux? Ich kann nur rot, aber ich weiß nicht, ob es stimmt. Ist mir da ja. Ich hätte nicht sehen. Ich hätte das Buch gesehen, aber wahrscheinlich nicht. Ich komme jetzt auf welchen Plan? Dass der Harry. Dass er auf der Suche ist nach den Horcruxen, zu meinen Schwächen. Das, wo er mit dem Ding. Probably. Welches macht er mit dem Dumbledore? Das war schon die Lösung gewesen. Das ist mit dem Dumbledore. Wer ist das? Das ist doch das schon geklaut gewesen, das, was er mit dem Dumbledore hat wollen machen. Oder mit der Kelch, was hat man das Kelch? Ja, das ist eben das Medaillon gewesen, das war noch das Medaillon gewesen. Genau, Fälschung. Trinkpokal. Ja. Ist das gewesen, oder was? Also, ja. Weil die Antwort ist Helga Hufflepuffs. Wenn wir es schon davon gehabt haben, Trinkpokal. Ja. Ist dann fast schon ein Medaillon schlussendlich so gemeint gewesen, wahrscheinlich, oder? Welcher Rückwärts macht Lord Voldemort? Oder ist ein Trinkpokal mal selber auch noch? Das sind schon dort im Verlies von der Lestrange geholt, wo sie sich verkleidet, Termine. Mhm. Letzten Tag. Da gehen sie das Verlies rein und dort alles, was sie alleine verdoppelt, also verdoppelt sich dann plötzlich, oder? Ja, stimmt. Und ich glaube, dort hat er auch einfach wie rausgespürt, dass er den Plan aushackt, dass er eben die Horcrux sucht. Ja. Dann wäre es der gewesen in dem Fall. Nächste Frage. Wer wird von Lord Voldemort ausgewählt, um Professor Dumbledore zu töten? Draco. Draco, ja. Aber der Snape übernimmt es danach. Du meinst schützen. Irgendwie. Ja. Nächste Frage. Wenn Lord Voldemort das Ministerium kontrolliert, was besagt dann der rote Stempel auf Hermines Akte in Dolores Umbridge's Büro? Puh. Mit Schlammblut oder irgendetwas. Oder? Keine Ahnung. Oder etwas in die Richtung, wie sie Störefrei. Eben. Störefrei. Wie sie eben eigentlich ein Muggel ist. Der Plan war eigentlich. Ein Muggel. Reinblüter. Mhm. Mit Termine. Ist Muggel. Yeah. Es gibt Halbblut schon. Es besagt einfach verfolgt. Oder so, ja. Und eben sind meistens einfach Muggelstempel. Was besagt man, der rote Stempel, aber in der Sache. Ja. Aber dort wird sie schon gesucht, in dem Fall. Ist so, ja. Etwas in den Judenstern. Haben Sie die Diskussion auch mitbekommen? Frage so. Ah, in der Gringotsbank. Die Kobolde dort, das sind in den Juden nachempfunden. Wegen der Nase und Zeug und Sachen. Und am Boden sieht man den Davidstern. Was würde ich den Bo dazu sagen? Oh Gott, du hast den Bo nicht da. gibt's die Bank, also den Ort, da haben sie echt dort gedreht und den Stern, da gibt's dort am Boden. Es ist keine, jüdische Bank. Jüdische, nein, das surprise, weiß ich nicht. Surprise. Aber es ist kein Dingstern da. Ne? Kein Davidstern. Ja. Nein, es ist wirklich eigentlich die Leute, was die einfach alles wenn man sucht, interpretieren. Ja, mehr. Genau. Es ist einfach so dämlich, echt, ja. Ich weiß nicht, dass die Leute einfach sonst gar kein Problem im Leben, aber. Ja. Anyway. Absolut, du musst Verschwörungen finden, wo sie gesucht werden. Oder? Nächste Frage. Welcher Horcrux hat Lord Voldemort laut Professor Dumbledore unbeabsichtigt geschaffen? Ganz einfach. Oh, was ist das Schönste? Hat sich in zwei... Warte. Ja. Oh, fuck. Der Harry? Ja. Der Harry selber? Der Harry selber. Er wollte töten, eigentlich. Ja. Krass, ja, merke ich jetzt nicht. Du. Ich muss manchmal noch überlegen, dann sage ich, ganz einfach. Chapeau.
Nächste Frage. Was bietet Lord Voldemort Nagini bei dem Treffen der Todesser im Herrenhaus der Malfoys als Abendessen an? Ist es nicht der, was ist es, der ehemalige Dingsgärtner oder was, von dem, wo dort eingeschlichen ist? Der Schüst. Kannst du nochmal lesen? Ah, der hat der Schüst. Das ist etwas anderes gewesen. Was bietet Lord Voldemort Nagini bei dem Treffen der Todesser im Herrenhaus der Malfoys als Abendessen an? Ah ja, das ist ja nicht im Malfoy-Herrenhaus. Das ist die heulende Hütte. Ist das ja, genau. Das ist ja der Wurmschwanz und das ist ja der, der das tut betreuen. So und der Crouch Junior ist, glaube ich, auch noch dort. Genau, und der, wo das Haus tut, eigentlich so vielleicht schauen dazu. Aber ein Gärtner ist er, glaube ich, gewesen. Das ist doch nicht Gärtner von der Hütte gewesen. Ist das nicht noch eine andere Hütte? Nein, das ist Spukhaus. Das ist wirklich die Hütte gewesen, so viel ich weiß, ja. Aber jetzt sind wir bei Malfoys. Ja, es ist eine Lehrerin, die Muggelkunde gegeben hat. Oder so. Charity Burbage. Burbage kommt mir bekannt vor. Haben wir schon mal gehabt. Das habe ich heute auch schon mal irgendwie als Antwort gegeben. Genau. Die Potters. Oh nein, das weiss sogar ich. Wer ist Harry Potters Pate? Sirius Black. Was passiert mit Professor Slughorns Goldfish an dem Tag, an dem Lily Potter stirbt? Er stirbt auch. Hätte ich jetzt auch gesagt, aber ich glaube, es sinkt lang. Sinkt am Boden vom Glas. Er verschwindet. Ja, er verschwindet. Jedenfalls, weil sie ihn von ihm... Lili hat ihm das geschenkt. Darum hat es mal so viel bedeutet. Ja, genau. Nächste Frage. Wer sagt Albus Dumbledore, dass Lord Voldemort kommen wird, um James und Lily Potter zu töten? Ist das der Snape? Ich hätte so gesagt, das ist doch der Snape, der es herausgefunden hat. Genau, ja. Hätte ich gesagt. Richtig. Nächste Frage. Welche alte Magie, sagt Lord Voldemort, hat Lily Potter mit ihrer Opferung heraufbeschworen, die ihn daran hindert, den kleinen Harry zu töten? Da waren wir jetzt bei der Liebe. Ah, das ist krass, genau. Oh, ich bin jetzt gespannt auf die Frage. Wie lautet der Name von Harrys zweitem Sohn? Was? Nochmal. Wie lautet der Name von Harrys zweitem Sohn? Was der Harry der Sohn? Er hat drei Kinder. Ist das im letzten Teil gekommen? Ganz zum Schluss gibt es James Sirius. Mhm. Ich habe etwas mit dem Snape, denke ich noch etwas. Mhm. Wow. Jesus, komm. Nein, mal, ja. Ach Gott, ey. Die Jüngste heißt Lily, James Sirius und Albus Severus. Ich habe eigentlich den Spruch im Kopf gehabt. Du wurdest nach zwei Schulleitern von Hogwarts benannt. Einer davon war ein Slytherin. Aha. Muss darum gehen, weil er Angst hat, ich immer Slytherin. Logisch. Wann bekommt er Kind? Ganz am Schluss mit den... 19 Jahre später. Mit der Schwester von... Ja, die letzten Teile habe ich am wenigsten noch. Ich glaube, ich glaube auch. Ich fange immer am Anfang an und dann... Ja, verlaufe es im Sande. Und bei uns ist immer so, wenn der Winter so einkehrt, oder so im Herbst, wenn so im Herbst, Winter, fangen wir so beim 1 an, dann kommt es 2 schnell, das 3, das 4 und dann verlaufe sich dann das immer ein bisschen. Ah ja, noch eine Zwischenfrage. Weil es ist eigentlich ein Lieblingsteil. Sind, habt ihr einen? Das 1 und 7. Das 1 und 7. Bei den Büchern ist es 3. Das 1 finde ich auch mega cool. Und der letzte Teil bei dem Kampf, da bin ich recht geil. Ja, im letzten Teil gibt es einfach so eine Szene, wo ich einfach immer Hühner aufkomme, nur schon wegen der Musik. Das ist die Szene, wo McGonagall das Schloss dort beschützt mit diesen Steinfiguren. Mhm. Sie da heraufbeschult und die oben runterkommen. Wo diese Szene kommt, steht aber so eine spezielle Song, also ja, spezielle Musik, die kommt und das über immer wieder Hühner holt. Das ist einfach eben der Moment, ist, wo das Schloss beschützt wird. Mhm. Mir ist es Vieri. Ich habe das drei magische Turnier cool gefunden mit den verschiedenen Schulen, die zusammenkommen. Das ist aber auch, also irgendwie sind einfach alle cool. Sind alle cool. Und alle gut. Ich finde es einfach schaffen. Am ersten Tag ist es hure hell und fröhlich und es wird immer wieder dunkler. Voll. Es sind mega düster. Mhm.
Ich habe mal ein Bild gemacht, wie das Logo sich verändert. Ach schon? Ganz hell bis wirklich fast schwarz. Oh, okay. Ist echt cool, ja. Und da bin ich gespannt aufs Game. Das Game sieht auch sehr düster aus. Ja, aber ich glaube, es wird sicher auch etwas für Nicht-Harry Potter-Fans rein, so vom Gameplay her und alles. Und vom Stil her sieht es halt auch. Aber du kannst die schwarze Magie eigentlich, glaube ich, komplett brauchen. Also die unverzeihliche Flüche kannst du, glaube ich, was ich bisher mitbekommen habe. Ich weiß nicht, ob es alle sind. Und ich glaube, sie streiten sich aktuell auch noch ein bisschen darum, wie denn das zu der Lore passt, von wegen einem Schüler, der die Magie braucht im Game und so. Mhm. Und vor allem dann eben auch noch gerade unverzeihliche Flüche, wie denn das in die ganze Lore reinpasst, in die ganze Story reinpasst, wie das... Ja, da sind... Wir werden sind, sehen. Genau, das sind aktuell die Game-Redakteure auch noch so ein bisschen am Wehrweisen. Mhm. Aber es wird sicher ein düsteres Kapitel von Hogwarts. Nächste Kategorie, die Potters. Hier ist die Frage, was zaubert Lily in Severus Kindheitserinnerung in ihre Hand, um es ihrer Schwester zu zeigen? Es Margrit. Ich habe es gesehen, eine Blume, aber ich habe es nie gewusst. Eine Blume, ja. So genau. Nee. So genau wäre es nicht. Blöde Frage. Wer ist die Schwester von Lily Potter? Ah, wie heisst sie schon wieder so? Ne? Ja, wie eine Blume. Ja, ja, fuck, am Anfang habe ich noch ihren Namen falscherweise gesagt. Petunia. Ja, genau. Ah, Petunia, das ist richtig. Wäre ich jetzt nie im Leben drauf. Nächste Frage. Die Geister, welche von Harrys geliebten Menschen erscheinen, wenn er den Stein der Auferstehung benutzt? Die Geister, welche von Harrys geliebten Menschen erscheinen, wenn er den Stein der Auferstehung benutzt? Hä? Hm. Das ist die Frage, die ganze. Also, welche Geister also sind, oder? Die Geister, welche von Harrys geliebten Menschen erscheinen, wenn er den Stein der Auferstehung benutzt. Wir sind die Lösung nehmen. Was ist der Stein der Auferstehung? Also das sind dann von Geister, die er aufbeschwört, bevor er in den Wald geht zum Voldemort, um sich eigentlich umbringen lassen. Dass der Kampf durch ist. Ich finde das sicher, muss ich nicht älter. Lily und James. Lily und James, ja. Der Sirius Black, ja. Der Lupin, glaube ich, noch. Ja. Und der Cedric Gecht. Die, wo um das See herum sind. Vor dem Wald, wo er den Stein nachher dreht und dann kommen die Leute. Wieso mit Lupin hast du einfach genau die richtige Aufzählung gehabt, die auch da steht. Lily und James, Sirius und der Lupin. Ich habe gemeint, der Cedric ist ja am vierten Tag. Ist er ein Zauberstab gekommen dort? Das ist dort am vierten, wo der Cedric noch auftaucht, stimmt. Weißt du, wieso muss der Cedric sterben? Wieso? Ist im Weg zur falschen Zeit. Und im Herzen lebt er weiter. Genau. Als ich in der Ferien war, Dezember, da haben sie gefragt, oh, what's your name, what's your name? Ich so, Cedric. Also, oh no, Harry Potter. Ja, ja, so, yes, yes, like Harry Potter. Okay. So geil. Den Change würde ich jetzt nie machen. Schlechtes Omen. So Harry Potter-Fan gesehen? Ja, voll. Dann kam ich mal im Zoo, bin ich in die Schule gegangen damals. Heimgefahren, noch die Schüler drinnen, so etwa so 12-jährige Buben. Und ich habe eben mit über Harry Potter diskutiert, Bohnen gegessen. Und ich, oh mein Gott, hure geil, so kleine hure Harry Potter wegfressen. Und ich als erwachsene Person neben zugegeben. Ja, ich hure Freude neben zu. Hure Freude gehabt. Ich mich erinnere, eines vor vielen Jahren bin ich mal irgendwo, ich weiß nicht, ist das im Obernau gewesen, gelaufen. Und da ist eine Mutter mit ihrem kleinen Bub vorbeigelaufen. Und sie so, komm Merlin, komm. Und ich so, Merlin, wir haben den Adam gehabt, gell? In der Ferien. Das war eine geile Hand. Ah, in Italien? Mhm. Klingt aber auch noch geil, wenn du auf Englisch aussprichst. Ja, Adam. Also, sie haben, manchmal haben sie Adam gerufen und manchmal Adam. Ich habe nicht gewusst, wieso sie mit einfach einem... Ist er schwarz gewesen? Nein. Aber der Vater war ein bisschen dunkler gewesen. Ja, der Vater hat ihm, glaube ich, auch Adam gesagt und die Mutter war ein Deutscher gewesen und die hat ihm, glaube ich, Adam. Wie auch mit Peter.
Wie sie ist einfach der Peter bei den Engeln. Ja, der Peter. Ja. Also Adam finde ich schon noch einen coolen Namen. Ja, Jasmine. Jasmine finde ich mega nice, aber Jasmin. Also ich kenne jetzt jemanden, also jetzt, von der das Kind wird jährig und das heisst zum zweiten Namen Peter, das mit I eingeschrieben. Peter. Mhm. Das Problem ist halt, wenn du bei uns in der Schweiz jemanden Peter nennst, dann wird er einfach überall Peter genannt. Ist so, ja. Aber Schweizer. Darum die Englischen nehmen wir den Hurengeld und bei uns einfach so altmodisch. Ja. Pretty common. Wenn wir schnell wegen etwas schwarz gesessen, ist nicht eine rassistische Antönung. Es war wegen dem Black Adam Film. Ah. In der Mexiko. Machen wir erst ein bisschen. Das ist ja. Müsste ich mir noch antun? Ist auf Netflix. Meint ich's. Of Mal course it is. Es hat so viele gute Sachen drauf. Ja. Und wir haben so wenig Zeit. Vor allem für Filme. Ja, gell. Also machst du noch das Kärtchen. Nächste Frage zu den Potters. Wie hieß das Haustier, das Lily Potter Professor Slughorn schenkte? Goldfish? Wie hieß es? Aha. Goldfish? Goldie? Nein. Ah, das Haustier. Mhm. Ich verstehe das Haus. Ich habe gemeint, was hat denn das Haus geschrieben? Darum mag er sich an sie erinnern. Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Ich habe eine Szenenfrage, aber keine Ahnung. Francis. Okay. Francis, bestimmt. Okay. In welches Haus hat Albus Severus Potter Angst, dass er einsortiert werden könnte? Ich habe vorher gehabt, Slytherin. Yep. Von den Potters zu den Weasleys. Auf dem Bühnenbild des Hauses der Weasleys sind einige echte Kinderzeichnungen zu sehen, darunter auch die einer bekannten Kröte, die welchem Hogwarts-Schüler gehörte? Neville. Mhm. Neville Longbottom. The Longbottom, oder? Trevor. Ja, genau. In welches Land gewinnen die Weasleys eine Reise? Ist das Ägypten gewesen? Ich glaub's. Gell? Oder Ägypten oder Rumänien, habe ich jetzt so gleich geschmackt. Ägypten. Wie lautet der Name der älteren Eule der Weasleys? Tiwialis. Heißt die nicht Errol? Ah. Das tut noch immer dieses Glas. Ja, das hat jetzt gewusst, ich fühle mich immer irgendwie überall drin ein, aber... Taubpatschig mit den Weasleys. Welche Farbe hat das fliegende Auto der Weasleys? Genau. Lord Voldemort. Was sagt Lord Voldemort, als Harrys Cruciatus-Fluch gegen Bellatrix fehlschlägt? Ich höre nur gerade ihr Lachen. Er sagt dem Harry etwas, oder was? Mhm. Also, nach der Antwort sagt er es ihm. Aber die Frage ist, was sagt Lord Voldemort, als Harrys Cruciatus-Fluch gegen Bellatrix fehlschlägt? Keine Ahnung, ob es stimmt, aber ich würde jetzt sagen, du musst es nicht nur sagen, du musst es auch wollen. Du musst es wollen. Ah, good one, good one. In welchem Jahr starb Lord Voldemorts Vater, Tom Riddle Sr.? Also der Lord Voldemort hat Jahrgang 1926. Keine Ahnung. Der ist aber recht früh gestorben. Noch vor seiner Einschulung. Hm. Nein. Aber früh kommt mit Bären. Keine Ahnung. Keine Ahnung. 1930er Jahre. 1943. 1943, okay. Ja, das war noch jung. Severus Snape. Auf welchen Lehrauftrag ist Professor Snape laut Percy Weasley seit Jahren aus? Verteidigung gegen die dunklen Künste. Genau. Ist das so obvious gewesen? Ja, okay. Jedem Teil kommt es wieder. Ja. Schon.
Welche Zutaten vermisst Snape während Harrys viertem Jahr im Hogwarts in seinen Vorräten? Ich weiß nicht mehr. Ist es das? Ich hätte jetzt gesagt, das Kraut. Gerade wenn ich sage, es geht um Zutaten. Nicht um. Es geht um Zutaten für den Trank. Es ist eine Art Zetan gesehen oder etwas, ein Krautdings. Das, was man für die Unterwasseratmung gebraucht hat. Yeah. Die Anthuskraut. Nicht das gesehen in dem Fall. Okay. Besuar. Baumschlangenhaut und Florfliegen. Ach, okay. Ja, viel Saft auch zu. Bellatrix Lestrange. Was schreibt Bellatrix auf Hermines Arm? Halfblood. Also Schlammblut, ja. Ja, ich wüsste, ob es Deutsch oder Englisch ist. Wo verletzt Bellatrix Griphook mit ihrem Messer? Keine Ahnung. Severus Snape. Wer übergibt sich auf Professor Snapes Schuhe während Professor Slughorns Weihnachtsfeier? Oh, ist der Hermine ihr Date dort, aber wie heißt er denn? Wenn? Cormac, echt. Aha, so. Cormac McLagan. Mann! Das sind Namen, die ich noch nie Wie lautet der Spitzname von Sirius Black für Severus Snape während ihrer gemeinsamen Schulzeit in Hogwarts? Schnivelus. Andere Zauberer. Welche Farbe haben die Augen von Madame Hooch? Buh. Gelb? Ja, gelb. Ah, ist sie eine Fluglehrerin? Ja. Ah. Ja. Das hat ich gewusst, weil das... Der hat die Sache gewusst. Mit der Igelfrisur. Ich kenne mich nicht mehr aus Harry Potter Fan. Du, wir können gerne lieber das Nächste. Welche Hexe kann ihr Gesicht nach Belieben verändern? Ah, oh, Matitze. Nenn mich nie wieder. Mo, sagt mir etwas! Nimm Fedora Tux. Wem sagt sie das? Zu Medaille Moody. Moody, ja. Irgendwie wird sie irgendetwas aufmerksam machen. Dann kommt schon Nimm Fedora oder irgendetwas so und dann wird sie für rot. Nie wieder. Dann Nimm Fedora. So geil, das Trimagische Turnier. An welcher Schule wird das Trimagische Turnier in Harrys viertem Schuljahr ausgetragen? Probieren wir etwas anderes. Wo findet die dritte Aufgabe des Trimagischen Turniers statt? Oh, was ist die dritte Aufgabe gewesen? So was? Also die erste ist doch Drache gewesen, oder? Nein. Nicht? Was? Schon. Drache. Das Labyrinth ist die letzte gesehen, oder? Die zweite ist das Wasser, also die zweite so im See. Sind es nur drei? Das erste ist das Ei, und das Ei finden sie raus, aha, es geht ins Wasser. Mhm. Nach dann geht es ja noch ein neues Ding. Stimmt. Das Labyrinth. Ja. Sind es dann von drei gesehen, aber ja. Das Labyrinth. Okay. Ron Weasley. Wie lautet der zweite Vorname von Ron? Ronald Bilius. Wenn dass er Bilius heißt. Im letzten Teil. Ganz im letzten Teil, wo der vom Ministerium das Testament ablässt von Dumbledore. Die sagt ja, Harry James Potter, wie mache ich das? Ronald Bilius und Hermine Jean Granger. Die können die Namen auch im Film vor, nicht nur im Buch. Mein Gott, du weißt doch gar nicht, in welchem Teil! Ja, das hätte ich gesehen. Wir müssen die Filme noch ein paar Mal schauen. Ja, genau. Und damit
Podcasts machen zum Üben. Ja. Was trinkt Ron in Professor Slughorns Büro, das vergiftet worden ist? Das ist doch einfach Wein. Nein, sie trinken doch kein Wein. Nein, es ist etwas. Es ist nicht Kürbissaft. Könnte noch sein, gell? Mm-mm. Aber Sadie, du könntest draufkommen, so mit der Alterlich und so. Matt? Ah, dann war es gleich Wein gesehen, eigentlich. Honigwein. Eichen greift er mit. Ah. Quidditch. Harrys erster Quidditch-Kapitän Oliver Wood wurde von welchem Schauspieler gespielt? No idea, hm? Ich suche zwischenzeit die nächste schwierige Frage. Hey, schon peinlich, ich habe den live gesehen. Schon? Ja. Wo denn? Comic-Con. Aha. Ich weiß es nicht. So du mir sagst, quält die Sicht an. Sean Biggerstaff? Scheiße. Nachtrag sie mit Seamus, wo der Seamus findet und auch live drauf mit ganz machen. Oh boy. Harrys erster Quidditch, das haben wir gehabt. Was sieht Ron, wenn er in den Spiegel näher geschaut? Ja, er sieht sich selber in einem Hauspokal gewonnen. Genau. Ja. Was bewirkt der Zauber Lacanum Inflammarae, den Hermine während eines Quidditch-Spiels auf Professor Snapes Umhang anwendet. Das weiß auch ich, nachdem ich das probiert habe auszusprechen. Es gibt ein Flammli. Dieses Herzensflammli. Wer gibt zu, dass er und nicht Snape versucht hat, Harry während seines ersten Quidditch-Spiels zu töten? Das weiß ich sogar. Was nochmal? Wer gibt zu, dass er und nicht Snape versucht hat, Harry während seines ersten Quidditch-Spiels zu töten? Also die. Mit dem Turban? Ja. Wie heißt der? Quirrell. Hast du gewusst, dass er einen Turban hat? Das ist viel wert. Ich habe vielfaches Gesicht dazu, aber ich habe absolut keinen Namen. Schlachtsname, ja, ich auch. Name, das ist ganz schlimm. Wenn mich fragst, was der für einen Umhang hat, welche Farbe könntest du noch ihr sagen? Weder, Violett. Ja, weder der Name. Mir gefallen die Namen, darum kann ich mit Namen besser. Hallo, geht's? Was, oder? Ja, super, wir würden uns doch gut ergänzen. Ja, genau. Und wer hilft Ron bei seinem Quidditch-Probetraining, indem sie Cormac McLaggen diskret mit einem Konfundus-Zauber belegt? Das wüsste ich auch. Ich denke, Hermine. Ja. Zum Schätzchen helfen. Mhm. Aber war dort noch ein Schätzchen gewesen. Eine Bonusfrage. Eine Bonuskarte. Einfach eine rausziehen. So das Letzte. Mhm. Also wirklich krönende... Abschluss. Und dort alle 5 Fragen, oder? Mhm. Alle 5. Mhm. Wer zieht? Tamara. Zentauren. Oh, Scheiße. Okay. Kreaturen haben wir noch nicht gehabt. Ja, das stimmt. Ja, wirklich noch keine. Das hat mehrere drin gehabt. Also. Wir haben Schauspieler-Figuren. Ja, das haben wir niemals. Aber ich weiss, glaube ich, nicht davon. No, die kennt ich. Nein, ich habe das auch nicht. Kannst du mal mit dem Namen von ihm? Fuck. Von den Zentauren? Nein, ja. Ja. Uff. Er, wo? Der kann helfen. Mal schauen, vielleicht wäre da kein Name gefragt. Welchen Zauberspruch benutzt Professor Umbridge, um einem Zentauren Seile um den Hals zu legen? Das ist viel einfacher als irgendein Ohren. Mama. Wenn sie gefragt ist, was hat sie um den Hals gerührt mit dem Zauberspruch? Das gewusst aber, ja. Der Zauberspruch, oh mein Gott. Ja, oh mein Gott. Kannst du das so sprechen? Mm-mm. Incarcerus. 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 Schon gut. Ja, definitiv. Welchen Intelligenzgrad behauptet Professor Umbridge hätten Zentauren? Ja, nicht gerade eine Höhe. Also beschreibt es irgendwie mit etwas. Ja. Menschenähnlich. Ja, sie sind auch nur zur Hälfte.
Ja. Welche Art von Gesichtsmerkmalen haben die Zentauren laut dem Regisseur Chris Columbus erhalten, um sie mächtig aussehen zu lassen? Hörner. Gesichtszüge, ist doch die Frage. Haben sie so... Ich habe so einen Eindruck auf die Nase gekauft. Irgendetwas. Ja, und so eckig. Das ist doch gesehen. Das ist noch ein speziell bei den Augen oder so. Noch. Das ist so, ja. Und erinnert das an ein Tier oder etwas? Aff. Ja, das klingt doch so. An eine Gorilla. Ja, so wie der Rest vom Körper. Das Ross? Die eines Pferdes. So einfach, das ist nicht wirklich ein Gesicht im Gesicht, oder? Also, welche Art von Gesichtsmerkmalen haben die Zentauren laut dem Regisseur? Okay. Also im Gesicht haben sie nichts von einem Ross. Nicht wirklich, auch kein Gesichtszeug. Haben sie Schweif? Haben sie haben sie... Also Schweif ist da drin. Sind sie doch Mähne? Da haben sie. Ja, da haben sie. Haben sie Mähne? Nein. Aber sind ja auch kein Gesicht? Nein, es sind... Aber ist... Gesichtsmerkmale, ja. Keine Ahnung. Ure? Möglich? Welches Merkmal der Zentauren bereitet den Produzenten die größte Schwierigkeiten, um ihnen ein realistisches Aussehen zu verleihen? Das ernst zu sehen, ne? Sind ja ure ernst. Was? Ja, das sind irgendwie müssen ein Pferdekörper abbauen. Ja. Ja. Also das ist wirklich mal, es ist mega schwierig, dass Maskenbühner ist. Stolz. Ihre sechs Gliedmaßen. Was? Ihre sechs Gliedmaßen. Ja, Arm vier und Beine. Vier Beine. Ja. Okay. Stimmt. Die größte Schwierigkeit, um ihm ein realistisches Aussehen. Whatever. Fünfte und letzte Frage. Welchen Zauberspruch benutzt Professor Umbridge, um den Pfeil eines Zentauren im Wald abzuwehren? Die sagt doch gar keiner. Wie geht der? Stus! Expelliarmus wäre schon stehen. Aber ich habe sie sagt gar nicht. Sie macht einfach... Also eigentlich, ist so halb Englisch, das macht ihr nicht. Reflectus. Ja, ja, so etwa in die Richtung. Pistus. Rictus sem. Radikus. Protego. Okay. Protego ist doch ein Schutz, ja. Okay. Protection, irgendwie so. Ja. Protego. Das war's. Letzte Frage. Wow, heavy. Von der Zentrale. Ich muss sagen, ich habe nicht so viel gewusst. Das sind auch schwere Fragen. Also, das ist schon. Das schon. Das ich sogar sagen, ja. Hey, und wir haben einen guten Drittel, ne? Ja gut, wir haben natürlich ein paar, noch zwei Fragen genommen. Sagen wir Viertel. Gut, ich glaube, wenn man es also wirklich nach der Regel gespielt hätte, dann wären das so zwei Teams, die jeweils eine Karte bekommen. Und ich glaube, sich dann dort davon von diesen fünf Fragen eine können auswählen, im gegnerischen Team stellen. Und das gleichzeitig eigentlich, wenn beide das Ding beantworten, bekommen beide einen Punkt. Und ein Punkt. Und das wäre auch mal cool. Ja, stimmt. Und vor allem, wenn man sich halt dann von diesen Fragen... Ich wäre mit Tamara zusammen. Yeah. Hey, ich bin ein WhatsApp-Zirkel. Lustig, ich auch. Oder Facebook drauf. Ja, ich glaube, wenn dann halt eine von diesen fünf Fragen kannst auswählen, um deinem gegnerischen Team an den Grind werfen... Ist das sind wir die mit den Namen? Nein. Ja, dann kann das schon noch fies sein. Ja. Mit dir wäre ich gut besetzt. Ja, bitte. Das könnte definitiv noch fies werden. Nein, aber es ist ein cooles Game. Coole Frage gemacht. Und ich glaube, gute Diskussionen. Ja. Ja, in dem Fall danke ich euch vielmals fürs Mitmachen. Danke dir, Sedi. Hat Spass gemacht, gell? Wir dürfen kommen. Ich gebe es durch, sobald die Abfolge online ist, mit den Linken da, aber ich habe Spotify, YouTube, auf den meisten Podcast-Apps findest du uns. Und ich schicke euch einfach den YouTube-Link, das ist wahrscheinlich am einfachsten. Gell? Perfekt. Ich habe es eh abonniert. Du hast eh abonniert. Abonniert, of course.
Und ihr dürft dann natürlich auch die Folgen teilen mit allen anderen Harry Potter Fans. Also, Werbung machen. Und liken und subscriben und... Und hit the bell liken. Genau. Einfach, ja, danke vielmals. Merci auch. Und euch auch fürs Zuhören. Und wünsche euch allen eine gute Zeit. Tschüss zusammen. Ciao. Bye bye.